Liebe Freundinnen, sehr geehrte Damen und Herren, als Vorsitzender der Peter-Iman-Gesellschaft begrüße ich Sie hier in der Arbeitskammer und natürlich auch zu Hause an den Computern, die dort die Veranstaltung als Video verfolgen, weil das ist eben noch Corona-bedingt, weswegen wir diese Form wählen müssen. Wir werden heute im Vorfeld der Wahlen zum Saarländischen Landtag am 27. März mit den Spitzenkandidaten der kleineren Parteien zu diskutieren haben. Und wir freuen uns sehr, dass wir gemeinsam mit der Heinrich-Böll-Stiftung diese Veranstaltung durchführen. Wenn man den Wahlkampf im Saarland verfolgt, dann spricht viel dafür, dass das Ergebnis ja schon feststeht. Die Große Koalition wird vermutlich von der Großen Koalition abgelöst. Sehr viele Unterschiede erkennt man bei den beiden großen Parteien nicht. Geht es offenbar nur noch darum, wer die Regierung führt. Wenn man die veröffentlichten Diskussionen verfolgt, dann hat man weniger den Eindruck eines Duells, sondern mehr des eines Duetts. Dies geschieht angesichts enormer Probleme und muss doch eigentlich verwundern. Wir erleben einen Krieg, ein Sondervermögen von 100 Milliarden soll für die Rüstung zur Verfügung gestellt werden. Das 2%-Ziel soll Verfassungsrang erhalten. Beschlossen wurde eine Zeitenwende ohne eine gesellschaftliche oder auch parlamentarische Debatte im Vorfeld. Gleichzeitig stehen wir vor großen Herausforderungen. Die Armut ist in unseren Städten sichtbar und unerträglich. Wir stehen vor einer gewaltigen Transformation. Wir müssen die Klimakrise lösen. Corona zeigt recht deutlich die Probleme im Gesundheitswesen. Der Pflegenotstand nimmt man zwar mittlerweile in den Mund, aber die Regierungen stehen immer noch an dem Punkt, lediglich Absichtserklärungen abzugeben. In den kommenden Jahren wird über unsere Zukunft entschieden. Und dabei scheint es um Frage des Überlebens der Menschheit zu gehen. Aus der Alternative Kanonen statt Butter wird Hochrüstung statt Margarine. Eigentlich müsste es im Land doch heftige und strittige Diskussionen geben, wie wir die anstehenden Probleme lösen können. In dieser Situation zittern laut Umfrage die kleineren Parteien, ob sie die 5%-Klausel packen. Bei zwei Parteien gibt es innerparteilich Zoff, weswegen sich ein Bündnis bildete, das besonders die Unzufriedene deren Klientel ansprechen will. Wir möchten als Heinrich-Böll-Stiftung und Rosa-Luxemburg-Stiftung Saarland, also als Stiftungen, die bekanntlich zwei dieser kleineren Parteien nahestehen, eine Woche vor der Wahl den kleineren Parteien ein Forum geben, weil wir es wichtig finden, dass auch im neuen Landtag Kräfte vertreten sein werden, die nicht durch die Große Koalition abgebildet werden. Wir freuen uns, dass wir als Moderatoren Christoph Schmidt-Lunau von der TAZ und Tonia Koch, ehemals Deutschlandradio, gewinnen konnten. Und ich will das Wort auch gleich an Tonia weitergeben, weil sie die Vertreter hier im Podium vorstellen wird. Ich wünsche uns allen eine erkenntnisreiche Veranstaltung und werbe dafür, am kommenden Sonntag an der richtigen Stelle sein Kreuz zu machen. Danke. Ja, danke, Michael. Dann übernehme ich und ich fange gleich an zu meiner Linken, die Spitzenkandidatin der FDP, Frau Hieserich-Peter. Sie führen ein Hotel in Mettlach, unweit der Saarschleife. Das heißt, die Probleme des Mittelstandes dürften Ihnen bekannt sein und am Herzen liegen. Und weiterhin wahrscheinlich auch die Probleme, die ein aufstrebender Tourismus im Saarland hat, auch wenn die Zeiten im Moment nicht so sind, dass man unbedingt über touristische Ziele und Errungenschaften reden muss. Aber die Zeiten werden ja vielleicht auch noch einmal andere. Zu Ihrer Linken dann weiter. Das geht jetzt bei mir immer links weiter. Ja? Herr Ried, Sie sind Eisenbahner, stimmt doch, oder? Richtig. Und das heißt also, Sie leben die Schiene.
Und diese Mobilitätsform wollen Sie den Saarländern näher bringen, wenn ich richtig sehe. Und das wird ein hartes Stück Arbeit, denn gerade in einem Land, das dem Auto huldigt. Dann kommen wir zu Frau Becker. Sie vertreten die Grünen, Sie sind Spitzenkandidatin und die Grünen haben ja, wenn man so möchte, relativ spät die Kurve gekriegt und hauen jetzt alles rein, dass es vielleicht doch noch irgendwie glatten kann. Und Sie haben lange, ich will mal sagen, kommunale Erfahrung, eben auch beruflich. Und diese Kompetenz ist vielleicht ganz wichtig im Saarland, weil wahrscheinlich in der nächsten Zeit doch das Verhältnis zwischen Land und Kommunen auf neue, tragfähigere Füße gestellt werden muss, als wir das im Moment haben, weil es gibt ja doch Auseinandersetzungen um die Finanzierung. Hoffen wir. Und last but not least, von der Linken, Frau Spagnol. Sie sind seit langen Jahren Landtagsabgeordneten der Linken, im Moment einer neuen Linken, die sich abgespalten hat und es gab schwere Zeiten für Sie. Die Frage ist jetzt, Sie verfolgen sehr lange die Landespolitik und Sie werden sicherlich auch darauf eingehen können, was schiefgelaufen ist, vielleicht bei Ihnen, bei den Linken, aber auch beim Land. Soweit die kurze Vorstellung und ich gebe bitte an Christoph weiter. Du hast das Wort, Christoph. Die Zeitenwende ist angesprochen worden. Wir haben einen Krieg mitten in Europa. Und am Sonntag wird zwar ein neuer Landtag gewählt, aber natürlich ist diese Frage so wichtig, dass auch Sie dazu etwas sagen sollten. Die Grünen sind in Regierungsverantwortung seit einem knappen halben Jahr und jetzt ist alles anders als vorher. Es wird ein 100-Milliarden-Paket geben zur Stützung der Bundeswehr. Wir liefern Waffen, Kriegswaffen in einen Krieg. Wie geht es Ihnen damit, Frau Becker? Ja, also das ist natürlich keine einfache Entwicklung. Also für mich persönlich sehe ich das als schwierige Entwicklung an, als auch für unsere Partei allgemein. Wir haben natürlich auch viele Diskussionen innerparteilich dazu, ob das jetzt Sinn macht mit den 100 Milliarden, ob es wirklich das richtige Signal ist, diese Aufrüstung diese Ausrüstung jetzt zu besorgen. Was ist Ihre Antwort? Ich denke ja, ich sehe es zwar schon auch irgendwo kritisch, aber ich denke, es ist im Moment das richtige Signal, dass wir das so machen, weil es geht nicht darum, ob die Bundeswehr bereit wäre, auch in einen Konflikt einzusteigen mit diesem 100 Milliarden oder auch dann dem 2%-Ziel, das man erreichen will, sondern ich denke, es geht auch generell eher um eine Ausrüstung. Es geht auch darum, dass die Bundeswehr fit ist, auch für humanitäre Einsätze. Und wir haben jetzt gesehen, sie ist in so einem schlechten Zustand, dass eigentlich im Moment gar keine Einsätze möglich wären und wir sehr handlungsunfähig sind. Und von daher denke ich schon, dass wir einen gewissen Teil da nochmal investieren müssen. Dass wir Waffen liefern, denke ich, ist an der Stelle auch richtig. Die Ukrainer müssen sich irgendwo auch verteidigen können. Aber klar ist auch, die NATO kann nicht in diesen Krieg einsteigen. Und mehr als das können wir und sollten wir auch nicht tun. Denn es darf auf keinen Fall zu einem Krieg in Europa werden. Und Signale dieser Art dürfen wir natürlich nicht senden. Ja, ich denke, Sie halten dagegen. Ja, werde ich. Frau Spagnol. Also ich bin genau deshalb in die Linke eingetreten und von den Grünen weggegangen, weil die Linke sich komplett gegen Aufrüstung und Wettrüsten ausgesprochen hat, immer wieder, auch jetzt. Und die Bundestagsfraktion hat geschlossen gegen dieses 100-Milliarden-Programm gestimmt und auch gegen die Verankerung im Grundgesetz. Also Aufrüstung per Grundgesetz, man mag es gar nicht glauben und aussprechen. Also das halten wir für völlig fatal. Die Geschichte hat uns gelehrt, dass Wettrüsten immer alles hat scheitern lassen. Es hat nie zum Frieden geführt und so wird es auch diesmal sein. Hätte es denn eine Möglichkeit gegeben, diesen Krieg abzuwenden mit einem Diktator, sage ich einfach mal. Nein, ich glaube, das ist so irre. Der Mann ist ein solcher Kriegsverbrecher, der ließ sich ja nicht mehr aufhalten. Aber Sie können das doch nicht, wenn Sie jetzt die Eskalation weiter zulassen und Waffen liefern, dann kommt doch niemals eine Lösung. Aber wenn, also, wenn wir stehen auch vor einem Atomkrieg unter Umständen, das wissen wir ja alles noch gar aber nicht. Aber wenn der beschließt, dass Ostdeutschland wieder zu seinem Einflussbereich gehören muss,
Wo ist die Grenze? Man muss alle Möglichkeiten und Mittel nutzen, der Deeskalation, der Mittel, dass eben Waffenstillstand erreicht werden kann, dass es immer wieder diplomatische Lösungen gibt. Ansonsten wird die Spirale sich immer weiter drehen und immer mehr Menschen werden Leid erfahren. Und vor allen Dingen müssen wir jetzt schauen, und ich glaube, dass das im Saarland bis jetzt ganz gut gelaufen ist, dass die humanitäre Hilfe funktioniert. Also, dass wir hier die Menschen aufnehmen. Das ist das Dramatischste, was wir erleben. Die Frauen und Kinder, die hier ankommen. Die Kinder müssen sofort aus dem Lager Lebach heraus. Das ist kein Ort für Frauen und Kinder. Die müssen sofort in den Kommunen aufgenommen werden und brauchen Betreuung in Kitas, in Schulen. Also darauf müssen wir uns aus dem Land heraus konzentrieren. Aber mit gesagt, diplomatischen Lösungen ist man ja auch aber nicht mit Waffen, Lisa, das ist Wahnsinn. Ehrlich, ich kann die Grünen da auch nicht alles mehr verstehen. Wahnsinn, das ist sowieso klar. Das ist Wahnsinn keine ist Lösung, die andere vor allem, Sache ja auch. Wenn man sieht, wie bedrohlich nee, das es ich ist. Meine, Frau Spanjol, das ist ja jetzt aber es ist ein emotionales Position, Thema. Okay. Glaube ich, ist ja jetzt deutlich geworden. Ja, okay. Und Sie haben, das verstehe ich auch, ist ja alles legitim, kann man auch haben, aber wir müssen ja diese Frage stellen, weil es sind einfach Fragen, richtig, okay. die Menschen auch im Moment ganz einfach bewegt und wofür es Antworten geben muss. Und jenseits dieser Frage von Krieg und Frieden haben wir ja auch eine andere bedrohliche Situation, nämlich mit unserer energetischen Versorgung. Die müssen wir lösen und da staunst du dann schon, dass ein Wirtschaftsminister, der den Grünen angehört, so den Scheiß fährt und man sagt, könnt ihr nicht mal eben das Gas liefern, das wir eben brauchen, um eine neue Energieversorgung aufzuziehen. Das heißt also, tauschen wir hier nicht etwas aus? Ist das unbedingt so notwendig oder brauchen wir vielleicht doch andere Ideen, die uns stärker auf uns selbst zurückwerfen? Also dies stärker an dieser Stelle ansetzen. Auch an Sie nochmal die Frage, Frau Becker, bitte. Also die Idee gibt es ja. Es gibt ja auch die Absicht, jetzt 200 Milliarden in den Ausbau der Erneuerbaren auch zu stecken. Das ist ja das Ziel. Aber klar ist natürlich auch, dass wir das nicht innerhalb des nächsten Jahres schaffen können. Also es wird eine gewisse Zeit dauern, bis wir so unabhängig sein werden. Es braucht viele Investitionen und bis wir soweit sind, müssen wir halt schauen, wie wir trotzdem unsere Energieversorgung sicherstellen können. Und dafür müssen wir natürlich auch schauen, wie wir jetzt von Russland unabhängig werden und von anderen Staaten Gas und auch Kohle und Öl beziehen können. Robert Habeck war ja jetzt nicht nur in Katar, ist auch nach Norwegen gereist, hat auch bei anderen Ländern versucht, da neue Verträge abzuschließen. Ich denke, dass es für ihn selbstverständlich kein leichter Schritt war. Ich habe auch sein Video dazu gesehen, das er aus Katar gesendet hat. Aber nichtsdestotrotz ist er jetzt Wirtschaftsminister. Wir haben diese Verantwortung. Wir müssen schauen, wie wir die Energie bereitstellen, wie wir das Gas auch bereitstellen können in den nächsten Jahren, bis wir so weit sind, dass wir von den fossilen Energieträgern unabhängig sind. Und ja, da wird man, denke ich, dann auch auf den Boden der Realpolitik zurückgeworfen, auch als grüner Klima- und Wirtschaftsminister und Robert Habeck ja, führt diesen Job, denke ich, gut aus an der Stelle. Herr Ried, ganz kurz, haben Sie denn auch also als Bunte jetzt eine Position dazu? Also ich habe vor allem eine persönliche und erstmal macht der Krieg mir wirklich Angst. Ich bin auch hin und her gerissen, wie die richtige Abwägung ist, wo man dort noch was tun kann, weil es ja ausgeliefert. Ne? Aber in dem Dilemma mit der teuren Energie bin ich ja überzeugt, dass wir alle erstmal ein gemeinsames Ziel haben, dass wir eben dort erstmal versuchen, klimapolitisch keinen Schaden anzurichten und dann die versuchen zu entlasten, die es wirklich nötig haben. Und auch die, die am meisten Energie verschwenden, auch mal zu strafen. Und da bin ich halt sehr unzufrieden, auch mit der Ampelregierung, also gerade auch Richtung FDP geguckt. Denn was dort jetzt passiert ist, mit auch Segen der Grünen, war ja, dass man die Kilometerpauschale erhöht hat. Dass man damit noch einen Tankrabatt gefordert hat oder der Merz will Steuern senken und damit eigentlich das weiter so beflügeln. Das heißt, wir würden die Energiewende, die Verkehrswende bremsen. Wir würden das Festhalten am Ölkauf zementieren und das Morden von Putin damit weiter finanzieren. Und deswegen ärgert mich das kolossal. Wir brauchen eigentlich viel mehr jetzt so eine Mobilitätszulage. Da tut sich ja auch gerade was aus der Bundespolitik, etwas, was insgesamt die Leute entlastet, gerade auch in den Städten, die verblieben sind und nicht die Pendler, die in ihren SUVs dahin herfahren, noch unterstützt. Wir brauchen den Vorrang dann für eine neue Verkehrswende mit Vorrang für Fahrrad und ÖPNV und dadurch den Wandel, der hier auch diese Problematik der Abhängigkeit vom Öl, vom Putin
lindert. Frau Hieserich, Peter. Ich würde gerade gerne noch was dazu sagen. Also an der Pendlerpauschale wird sich ja auch noch was ändern. Also die soll ja auch noch ökologisch umgestaltet werden. Die bleibt nicht so, wie sie jetzt ist. Das wird nochmal angegangen von der Ampel. Und es soll ja das Energiegeld geben, was eben gerade nicht nur diesen Tankrabatt abzielt, sondern wir Grüne wollen ja halt gerade eine Lösung, die jetzt nicht einfach einen Rabatt an der Tankstelle darstellt, sondern die auch einfach dazu anregt, weiterhin einzusparen, aber trotzdem hat man dann ein bisschen mehr Geld auf dem Konto, um diese gestiegenen Preise abzufedern. Aber das Energiegeld ist doch vom Tisch. Bald heute. Ja, aber die Regelung, es ist immer noch nicht klar, was es genau geben wird. Ja gut, das werden wir jetzt nicht klären wollen, aber Frau Hieserich, Peter, ja. Sie sind angesprochen worden, die FDP ist angesprochen worden, auch Ihr Parteivorsitzender, Finanzminister. Sendet der die falschen Signale in die falsche Richtung, nämlich nicht hin zu erneuerbaren Energien, sondern zu Subventionierung von dicken Suffs und von Leuten, die Sprit verschwenden? Das war ja der Vorwurf, der hier im Raum steht. Naja, also ich fange jetzt mal vorne bei Ihrer Frage an, würde aber ganz gern auch noch gleich was sagen zu dem Thema 100 Milliarden für die Ausrüstung der Bundeswehr. Es ist mitnichten so, dass Christian Lindner nur die SUV-Fahrer, die bösen SUV-Fahrer im Blick hatte, als er diesen Vorschlag gemacht hat. Ich wehre mich auch immer so ein bisschen gegen dieses Gute-Böse. Es gibt da kein Schwarz und Weiß. Wir haben im Saarland, wenn ich jetzt nur mal auf Saarland runterbreche, 250.000 Pendler jeden Tag. Es sind ganz viele dabei, die zu ihrem Arbeitsplatz fahren mit dem Auto, weil sie keine andere Möglichkeit haben, weil sie entweder zu Zeiten unterwegs sind, wo kein ÖPNV verfügbar ist, oder aber Strecken zurücklegen müssen, die einfach mit dem ÖPNV nicht sinnvoll machbar sind, ohne dass ich nicht stundenlang im Zug oder im Bus sitze, wenn denn überhaupt ein Bus fährt. Das heißt, ich halte überhaupt nichts davon, die Autofahrer per se zu verteufeln und zu sagen, der böse Autofahrer, der macht jetzt an der Tankstelle noch den Reibach. Es ist mitnichten so. Die ganze Diskussion, die jetzt im Moment geführt wird, wird auch geführt ausschließlich mit Blick auf die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, die mit dem Auto unterwegs sind. Wer in dieser Diskussion, auch wenn es jetzt um Mobilitätsgeld oder Energiegeld geht, wie es auch immer heißt, wenn ich jetzt nur um den Punkt Autofahren, also sich fortbewegen rede, wer überhaupt noch nicht berücksichtigt ist dabei, sind alle Selbstständigen. Das ganze Transportgewerbe per se, die schon mal darauf angewiesen sind, mit dem Auto zu fahren, um die Waren von A nach B zu bringen, die wir alle jeden Tag brauchen oder haben wollen. Es sind auch nicht berücksichtigt die Unternehmerinnen und Unternehmer im Handwerk, die ihre Baustellen anfahren. Es ist auch nicht berücksichtigt die selbstständige Friseurin, die zum Beispiel ihre Kunden anfährt oder jeden Tag in ihren Betrieb muss. Es ist auch nicht berücksichtigt die Leiterin eines Pflegedienstes, die die Pflegenden, die sie betreut, versorgen muss und mit dem Auto anfahren muss. Also wir reden da über einen viel größeren Kreis von Menschen, die das Auto nicht nutzen, weil sie das Autofahren so cool finden, sondern die mit dem Auto unterwegs sind, weil es für sie die optimale Fortbewegungs- und Mobilitätsmöglichkeit ist. Die können sie nicht alle auf den ÖPNV ändern. Das funktioniert nicht. Ich denke, das muss man da einfach mal im Hinterkopf haben. Es ging Christian Lindner bei seinem Vorschlag in erster Linie darum, ein möglichst schnelles, ein möglichst unbürokratisches Instrument zu finden, was den Leuten jetzt sofort hilft. Das, was jetzt von Hubertus Heil vorgeschlagen worden ist, bezieht sich ausschließlich auf Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, ist auch wieder über den Arbeitgeber, wenn es denn so kommen sollte, soll es organisiert werden. Das heißt, der Arbeitgeber hat einmal mehr den Aufwand damit, den bürokratischen Aufwand damit. Also ist auch noch nicht der Weisheit letzter Schluss. Wichtig ist an der Stelle, wenn man das Modell von Christian Lindner anschaut, ganz klar ein entscheidender Punkt. Es ist gesagt worden, es soll für eine Übergangsphase so sein. Das soll keine Dauerlösung sein, sondern es ist gesprochen worden von einem Zeitraum 3 Monate, Daumen mal Pi. Und es ist auch ein Modell, was andere Länder ja schon umsetzen. Frankreich hat es schon gemacht, die sind da sehr schnell gewesen. Die haben da relativ schnell reagiert und das funktioniert. Also das muss man an der Stelle einfach mal sagen. Ich möchte aber noch ein, zwei Sätze sagen zu dem Thema. Ganz kurz, bleiben wir mal beim Tankrabatt. Ganz kurz, Frau Hieserich-Peter, das ist, Teil ist doch tot. Ja, das ist dieser Tankrabatt ist doch tot. Also ich meine, es ist doch auch die ganze Zeit. Er ist immer noch Bestandteil der Diskussion, die in der Bundesregierung im Moment stattfinden, die in der Koalition im Moment diskutiert werden. Er ist mit Sicherheit noch nicht tot.
Aber alle Wirtschaftsverbände, die das Teil unter die Lupe genommen haben, sind zu der Auffassung gelangt, dass sich dann irgendwo irgendwelche Gewinnmöglichkeiten den Unternehmen zuschustert, dass man vielleicht tatsächlich da ansetzt, außerdem wo man eine soziale Komponente hat. Außerdem die Preise steigen ja auch bei den Ölpreisen. Also genau. Aber dafür ist ja zusätzlich das Instrument noch in die Hand genommen worden, die Kartellbehörden auf den Weg zu setzen, sich das genauer anzuschauen, was gerade bei den Mobilkonzernen, also bei den Mineralölkonzernen abläuft. Aber ich denke, es gibt nicht nur ein Instrument, das ist ganz klar. Man muss mehrere Instrumente in die Hand nehmen. Aber von vornherein zu sagen, nur weil der und der und der gesagt hat, es geht nicht, dass die Ideen nicht weiterzudenken, das halte ich für falsch. Ich glaube, wir sollten aufhören, da einfach immer nur schwarz-weiß zu diskutieren, sondern wir sollten alle Vorschläge, die gemacht werden, zunächst mal anschauen und schauen, was ist davon praktikabel, was ist davon nicht praktikabel, was kann man womit verbinden, damit am Ende den Menschen tatsächlich geholfen ist, denen auch geholfen werden muss. Aber wir wollen jetzt das nicht ausführen. Ich wollte nur wissen, Sie glauben nicht, dass diese Tankrabattdebatte Ihnen irgendwie jetzt in Ihrem saarländischen Wahlkampf irgendwie dann auch schadet oder so? Nein. Ich sehe keinen Grund, warum er uns schaden soll. Es ging nicht darum, irgendjemandem irgendetwas wegzunehmen. Es ging darum, den Menschen eine Situation, mit der sie jetzt konfrontiert sind, so zu erleichtern, dass sie wirklich zumindest für einen Übergangszeitraum eine Lösung haben, die ihnen direkt und unbürokratisch hilft. Da kann Was ich zunächst sagen sie denn nichts zur verwerfen. Formulierung des Ministerpräsidenten, der gesagt hat, nicht nur die geringer Verdienenden müssten entlastet werden, sondern auch die Fleißigen, die Auto fahren müssen und tanken müssen. Was sagen Sie denn zu dieser Formulierung? Also ich bin nicht diejenige, die die Äußerungen des Ministerpräsidenten kommentieren muss. Ich sage, er hat dafür genug Schelte bekommen und die hat er zu Recht bekommen. Es war einfach eine unsägliche Differenzierung, die er da vorgenommen hat. Ich glaube, das hat er aber mittlerweile auch selbst festgestellt. Im Kern ist allerdings das, was die CDU insgesamt von Anfang an thematisiert hat, widerspricht jeder Form des europäischen Rechts. Die europäische Umsatzsteuersystemrichtlinie hat ganz klar andere Aussagen. Und das, was Ministerpräsident Hans gefordert hat, widerspricht dem europäischen Recht, ist Punkt 1. Und was ich noch viel schlimmer finde an dieser Aussage ist, dass er behauptet hat, der Staat würde sich an Steuern bereichern. Ja. Also wer ist der Staat? Ja, genau. Der Staat. Frau Spanjol, muss jetzt auch zu dem Thema mal was sagen. Dürfen. Ja, und ich wollte wirklich auch was sagen. Also was der Ministerpräsident von sich gegeben hat, das war einfach zynisch. Mehr gibt es dazu nicht mehr zu sagen. Er hat die Schelte zurechtbekommen. Aber wir müssen doch darüber debattieren, dass die explodierenden Energiepreise und die Lebensmittelpreise die soziale Frage der Stunde sind. Und da muss man doch dagegen halten. Ich kann mich doch nicht nur auf den Sprit mit Tankrabatten konzentrieren, die längst vom Tisch sind. Das war viel zu bürokratisch und das wird auch nicht mehr kommen. Wir haben andere Vorschläge gemacht. Wir haben gesagt, das war schon im Januar im Landtag die Debatte, wir müssen dringend die Mehrwertsteuer auf Energie senken. Das muss kommen, um die Menschen zu entlassen. Auf Gas, Sprit und Strom. Runter auf 7% und 0% auf Lebensmittel. Die Menschen müssen sich im Moment entscheiden, ob sie heizen oder ob sie Lebensmittel einkaufen. So weit sind wir schon gekommen. Und ich erlebe ganz andere Szenen. Da kommen Menschen zu uns an den Infostand ins Gespräch, die fangen an, fast zu weinen, weil sie sich die Fahrt am anderen Morgen zum Kindergarten mit den Kindern nicht mehr leisten können. Also das sind ganz andere Dimensionen, über die gesprochen werden muss. Und hier braucht es genau diese Lösungen. Und da sehen wir viele Chancen mit der Absenkung und Aussetzung der Mehrwertsteuer. Und da muss man sich kümmern. Darum geht es wirklich. Und man muss auch den Industriearbeiterinnen und Arbeitern Antworten geben, die auf die Nachtschicht fahren müssen. Ich komme aus Homburg, am zweitgrößten Wirtschaftsstandort, sind die großen Unternehmen. Und was sage ich denen, wenn die im abgehängten, schönen Mandelbachtal vom ÖPNV abgehängt wohnen? Wie sollen die denn irgendwie auf die Nachtschicht kommen? Das ist das große Problem unseres Landes, dass der ÖPNV viel zu spät entdeckt worden ist. Kurz vor der Wahl kamen die Vorschläge, da kommen wir vielleicht gleich noch intensiver drauf. Aber das ist doch eigentlich das, was schiefgegangen ist. Und das hat die Große Koalition zu verantworten. Nach 10 Jahren kamen die Vorschläge gerade zum Jahresende. Und da hätte man viel früher gegensteuern müssen und hier das Land wirklich mit Bus und Bahn befahrbarer machen. Aber und wie
wegen der hohen Energiepreise hat die Ampel ja auch schon ein erstes Entlastungspaket verabschiedet und ein zweites wird es ja auch noch mal geben. Also es sind ja schon Sachen... Aber das sind Einmalzahlungen, die Leute... beschlossen worden. Das ist ein Tropfen auf die heißen Steine. Das wird so nicht funktionieren, wenn das nicht nachhaltig ist. Und da muss man ganz anders rangehen und die Lebensmittelpreise, wie gesagt, anders gestalten, wie ich es jetzt gerade gesagt habe. Also das wären für uns zielführendere Lösungen. Aber ist es nicht eine Illusion, die Probleme der Pendler in so einem Flächenland wie im Saarland mit diesen ländlichen Strukturen komplett über den öffentlichen Nahverkehr regeln zu wollen? Das sind zum Teil entlegene Orte, die werden sie nicht regelmäßig mit Bussen anbinden können. Da werden die Leute auch noch in 10 Jahren mit irgendwelchen Fortbewegungsmitteln, Autos oder wie immer die dann heißen, unterwegs sein. Was ist denn Ihr Konzept dafür? Sie sind ja auch Verkehrsexperte. Wie weit kann man da gehen? Wie weit wird das der öffentliche Nahverkehr leisten können? Vielleicht auch durch neue digitale Möglichkeiten. Also das Potenzial im Saarland ist ja gigantisch groß. Wir haben ja im Saarland erstens mal in den Siedlungsräumen der Täler unsere Hauptlast. Und diese Täler sind auch die, wo wir die oft noch nicht mal befahrenen Eisenbahnstrecken liegen haben. Es gab eben sehr viele dichte Eisenbahnnetze und ein Großteil davon wird nicht befahren. Ich nehme mal das Beispiel in Schmelz oder in Richtung Primstal. Dort sind die Strukturen noch vorhanden, aber ein Personenverkehr findet nicht statt. Dieser Brücker Stadtteil im Westen, Klarental, Gerswalder, da liegt eine Eisenbahn, Großrosseln, es findet kein Personenverkehr statt. Nach Losheim genauso. Warum wird denn dort, wo es so leicht geht, nicht wieder Verkehr reaktiviert? Dafür kämpfen die Verbände seit Jahren, dafür haben die politischen wenigen Oppositionellen, die es gab, Konzepte mit uns gemacht in den Verkehrsverbänden und das Potenzial, das zu machen, wäre da. Und das Tolle ist, der Verkehrsentwicklungsplan bestätigt auch noch diesen Nutzen-Kosten-Effekt. Wenn ich da 10 Millionen investiere, kriege ich 36 Millionen an Effekt zurück. Da haben wir ein Riesenpotenzial. Und ich muss der Frau Wieserich-Peter widersprechen, diese Diskussion um diesen PKW und die ganzen selbstständigen Leute mit ihren großen Autos, Sie reden so ein bisschen wie so eine Abwehrschlacht in einem Saarland, das zu 80% seine Wege mit dem PKW zurücklegt. Wenn es umgekehrt wäre, dann könnte man ja sagen, da müssen wir was verändern. Aber momentan sehe ich die Stellschraube da, beim Energiesparen mal zu hinterfragen, wer von den PKW-Fahrern, von den 80%, könnte denn umsteigen? Wo gibt es denn die Potenziale? Da gebe ich Ihnen recht, wir werden nicht alles schaffen. Eben. Aber es gibt einen Großteil, der könnte, wenn er wollte. Und es gibt einen Punkt, wo ich auch Ihnen recht gebe mit der Diskussion, was ist denn erreichbar, wo wir feststellen, dass die Pendler zu ihren ersten Schichten morgens früh oftmals kein Angebot haben. Ich kenne also viele, die zu mir kommen, auch als Verbandsvertreter. Herr Ried, es fahren morgens ja gar keine Züge, so dass ich zu meiner Schicht in die Brauerei komme, so dass ich in Mettlach zur Keramikfirma komme, weil die erste Schicht früher beginnt, als der erste Zug ankommt. Das heißt, auch dort fehlt eine klare Politik, die diesem ÖPNV den Vorrang gibt und unser Angebot so gestaltet mit einem Taktverkehr, der für das Saarland den Namen verdient, der kohärent ist, auch mit den Nachbarländern, der zum Deutschlandtakt packt, dort haben wir kläglich versagt. Und ich gebe der Frau Spattel völlig recht. Ja. Gerade die Verkehrsministerin brennt hier ein Feuerwerk ab, verblendet uns mit zum Teil verlogenen Aussagen zum Flughafen, der würde weiter betrieben werden. Das ist enttäuschend, weil sie über Jahrzehnte nichts auf die Reihe bekommen hat, vieles liegen gelassen hat und jetzt so tut, als ob sie die größten Besten ist und alles geschafft haben. Herr Ried, ich sage Ihnen, das darf ich noch schnell sagen, die Reaktivierung der Bahnstrecke Homburg-Zweibrücken, da setze ich mich ein, seitdem ich im Landtag bin, 2004. Wir mussten immer wieder nachweisen, dass der Kosten-Nutzen erreicht ist. Das ist so eine irre Diskussion gewesen. Und das wurde auf dem Silbertablett und vom Rheinland-Pfalz vorgelegt. Genau. Wir haben gedroht, und die haben die Regionalisierungsmittel nicht konsequent abgerufen. Das hat nicht geklappt im Verkehrsministerium und. Und irgendwann haben sie dann gemerkt, okay, da muss mehr passieren, die Bahnstrecken müssen reaktiviert werden. Das haben wir dann im Dezember gehört. Die kommt jetzt 2025. Ja, ne? Genau. Wieserich-Peter, Sie sind ja für die FDP, Ihr Schwerpunkt ist Wirtschafts- und Verkehrspolitik, das vertreten Sie ja auch in Berlin. Wenn Sie Regierungspartei werden würden, was Sie ja vielleicht werden wollen, wäre das ein Thema, das für Sie wichtig ist, wo Sie zentral Vorschläge machen würden, die Wiederbelebung von Bahnstrecken, Investitionen in den öffentlichen Nahverkehr, um genau die Entwicklung zurückzudrehen? Klar, das ist das, was ich eben versucht habe klarzumachen.
Wir versuchen nicht, einzelne Verkehrsteilnehmer unterschiedlicher Mobilitätsarten gegeneinander auszuspielen. Wir müssen uns mit dem Status quo auseinandersetzen, was nicht heißt, dass wir nicht auch für die Zukunft weitere ÖPNV-Angebote ausbauen können und ausbauen müssen, auch Bahnstrecken reaktivieren müssen. Da hat Oliver Luksic sich ja schon seit Monaten, auch in seiner Zeit, als er noch in der Opposition war, intensiv damit beschäftigt. Das Problem ist halt nur, dass in den letzten 10 Jahren im Saarland wenig gemacht wurde und dass vor allen Dingen auch auf Bundesebene die ganzen Gelder, die zur Verfügung standen, überhaupt nicht abgerufen wurden und deshalb im Saarland auch nichts passiert ist. Das betrifft ganz viele Strecken, aber wenn Sie sich zum Beispiel anschauen, wenn die Leute bei der Dillinger Hütte die Spätschicht abends zu Ende haben und die wohnen irgendwo im Niedtal, gibt es keine ÖPNV-Verbindung, die sie nutzen könnten, um nach Hause zu fahren. Das heißt, die sind an dieser Stelle auf das Auto angewiesen. Und deshalb wehre ich mich so entschieden dagegen, den bösen Autofahrer und den guten Busfahrer sehen zu wollen. Ich glaube, wir müssen Respekt haben vor der Entscheidung des Einzelnen, wie er sich entscheidet, nehme ich das Auto oder nehme ich den Zug oder nehme ich den Bus oder welches ÖPNV-Angebot es auch immer gibt. Dass wir den ÖPNV ausbauen müssen, dass wir uns da auch Gedanken machen müssen in die Zukunft, das ist das, was auch Frau Spanier vorhin schon gesagt hat. Wir brauchen auch eine Besetzung von Strecken, die eben nicht so eine hohe Frequenz haben, müssen uns aber auch bewusst machen, dass wir nicht alle Stunde oder alle halbe Stunde vom kleinsten Nest des Saarlandes A zum kleineren Nest des Saarlandes B einen 50er Bus fahren lassen, der dann unter Umständen leer ist. Wir müssen denken in kleinere Fahrzeuge, wir müssen auch denken in Fahrzeuge, die in On-Demand-Systemen unterwegs sind. Wir müssen, wenn wir es wirklich in die Zukunft schauen, auch denken in Systeme des autonomen Fahrens, um das überhaupt realisieren zu können. Es ist ja nicht damit getan, dass ich jetzt sage, es fährt immer ein Bus, wenn ich keine Busfahrer habe, die den Bus fahren oder die auch nicht bereit sind, die entsprechenden Zeiten überhaupt zu arbeiten, dann habe ich immer noch keinen ÖPNV vorhanden. Das heißt, wir müssen es viel breiter denken. Dazu müssen wir aber eben auch die digitale Infrastruktur in unserem Land wirklich ausbauen bis zur allerletzten Milchkanne, weil ohne eine gescheite Infrastruktur im digitalen Bereich werden wir nie in die Situation kommen, dass wir auch autonome Angebote in Anspruch nehmen können oder überhaupt anbieten können. Das ist aber alles Zukunftsmusik für die nächsten Jahre. Deswegen sagen wir ganz klar, wir wollen nicht nur denken in einer Legislaturperiode, das heißt bis in 5 Jahren, sondern wir wollen es schon weiterdenken. Aber das Problem, was wir jetzt zu lösen haben mit den hohen Spritpreisen, das ist ein Problem, was wir jetzt aktuell haben und das können wir auch nicht innerhalb von 3 Monaten lösen, indem wir plötzlich Busse aus dem Hut zaubern oder Bahnstrecken aus dem Hut zaubern. Lehnen Sie dann ein Mobilitätsgesetz ab. Ich habe geguckt, wie Sie bei Fridays for Future abschneiden. Da haben Sie nur 32% Deckungsgrad bei den Antworten von Fridays for Future. Andere Parteien haben 100%, Grüne, Bund.Saar. Und ausgerechnet die Chance, diese Dinge umzusetzen, das mich festzuschreiben, mal die Ziele zu definieren in einem saarländischen Mobilitätsgesetz, ausgerechnet das legen Sie im Saarland ab. Das verstehe ich. Ich wollte noch einmal auf eins sagen, es geht ja nicht darum, dass man Mobilität gegeneinander ausspielt oder verschiedene Autos oder ÖPNV gegeneinander ausspielt. Und es geht auch nicht darum, den Einzelnen zu verurteilen, warum er die und die Mobilitätsform für sich gewählt hat. Sondern es geht ja darum, dass man den ÖPNV und auch den Radverkehr mit Radwegen so attraktiv macht, dass die Leute auch gerne umsteigen, weil das ist ja jetzt auch das Problem, dass es halt einfach nicht attraktiv ist. Aber Sie wollen doch nicht wirklich der Verkäuferin, die abends um 9 aus dem Supermarkt rausgeht, wo sie gearbeitet hat, von Nunkirchen bis nach Mettlach mit dem Fahrrad noch unterwegs ist, wenn es stockdunkel ist. Das schafft die doch gar nicht. Das schafft die weder körperlich, noch schafft sie es zeitlich, noch hat sie irgendwie das Gefühl, dass sie da auf dem Weg dann auch noch sicher ist. Sie machen die Schwarz-Weiß-Malerei. Was Sie uns vorwerfen, machen Sie. Sie tun immer so pauschalisieren. Wir kämpfen für einen ÖPNV, der für alle da ist. Wir kämpfen für eine Fragestellung dieser einseitigen Favorisierung des PKWs. Die Dominanz des Autos ist im Saarland übergroß. Wenn Sie den Umfragen des Uber glauben, dann sind über 80% der Leute sehnsüchtig nach einer Alternative zum Auto. Die hätten gern mehr Möglichkeiten. Auch die Verkäuferin abends von Nunkirchen möchte gerne einen Bus noch haben. Dort hapert es. Aber wir machen nichts, um das zu verbessern, das sondern wir kommen jetzt auf die Idee, jetzt nicht, Herr Ried, was Sie jetzt muss ich einhaken, was Sie hier die zitieren. Zu bringen. Das ja, kann nicht also sein. Das ist jetzt gefühlt, dass die Verkäuferin, wer auch immer, oder der Verkäufer, der das, ob er das möchte. Wenn Sie die Situation sehen, also wenn ich Ihnen folge, dann heißt es, das einzige Problem, das wir beim ÖPNV haben, ist die mangelnde Attraktivität.
Da würde ich widersprechen. Wenn Sie nach Luxemburg gucken, da kostet der ÖPNV gar nichts. Und als Sie das eingeführt haben, haben Sie gehofft, dass das in die Höhe schnellt. Nein. Und der Luxemburger ist uns relativ nah. Wenn es wenn ich nicht gewesen wäre. Aber er hat nicht zurückgegriffen. Das heißt also, sind wir wirklich an dem Punkt, dass wir sagen, wir haben ein reines Attraktivitätsproblem. Und ganz, also da wäre ich nicht bei Ihnen, dass wir das haben. Das heißt, wir müssen gezielte Angebote, glaube ich, irgendwo schaffen. Ja, genau, aber Attraktivität heißt ja nicht nur Preis, sondern das heißt ja auch Verfügbarkeit, Fahrplan, Angebot, Entfernung. Fahrzeuge. Ja. Aber das ist und eben noch nicht vorhanden. Ich bin völlig richtig. Ja, aber das natürlich ist auch Preis. Deswegen muss ich doch mit dem Status quo erstmal ist. Ja, deswegen habe ich ja aber gesagt, wir müssen ja die Angebote ausbauen und das so gestalten, dass es attraktiver. Da widersprechen wir doch auch gar nicht. Ja, nee, aber daraufhin haben Sie zu mir gesagt, Sie wollen doch nicht der Verkäuferin erzählen. Nein, das passt aber irgendwo nicht zusammen. Ich will niemanden verpflichten, auf das und das umzusteigen. Ich fahre ja auch viele Strecken mit dem Auto, weil ich auf dem Land wohne, keine Frage. Nur die Frage ist ja, wie kann man es attraktiver machen, dass halt einfach auch mehr Leute umsteigen. Und da müssen wir halt den ÖPNV ausbauen und müssen auch Radwege ausbauen, weil es gäbe auch viele Leute, die würden, das höre ich auch immer wieder, sehr gerne Alltagswege mit dem Rad bestreiten. Das ist aber nicht möglich, weil man mitten im Verkehr steckt und es halt gefährlich ist. Und oder Angst hat. Ne? Die meisten Leute kommen zu uns, sie haben Angst, zwischen den Orten zu fahren. Ne? Frau Spaniol hat... Ja, wie in der Schule muss ich schon machen. Ja, genau. Ich wollte nicht dazwischen gehen. Alles gut, ist da sehr engagiert. Nee, aber es ist doch völlig klar, dass das versäumt worden ist, den ÖPNV im Saarland auszubauen, sich um die Bahnstrecken zu kümmern, um die reaktivierten, bessere Vertaktung auf den laufenden Bahnstrecken und so weiter. So, das nutzt uns nur jetzt alles nichts. Es muss endlich vorangehen. Und ich sehe das schon so, dass so schnell aufs Auto nicht verzichtet werden kann. Das ist ganz einfach so, muss man sich eingestehen. Aber man muss sich auch eingestehen, dass die Fahrpreise attraktiver werden müssen. Und zwar so sehr, dass dann jemand sagt, okay, ich lasse mein Auto stehen. Das ist es jetzt. Nur haben wir in der engagierten verkehrspolitischen Diskussion auch gesehen vom VDV, da waren viele, die gesagt haben, die Preise wären es nicht. Das konnte ich nicht so nachvollziehen, weil ich viele Antworten bekomme, dass die Preise halt im Saarland unattraktiv sind. Und dann kommt natürlich hinzu, dass man den SaarVV weiterentwickeln muss zu einem echten Verkehrsverbund. Dann kommt hinzu, dass ich hier keinen ÖPNV aus einem Guss habe. Wir haben 15 Verkehrsbetriebe. Das hat die Diskussion auch gezeigt. Wie peinlich ist das denn? Dann kriegen Sie nie ein Gesamtkonzept hin. Und da hat sogar ein Geschäftsführer eines Verkehrsbetriebs mir absolut recht gegeben und gesagt, das muss gebündelt werden, damit man die Kräfte bündeln kann. Das sind schon mal die ersten Schritte. Und natürlich muss man in Richtung Luxemburg immer wieder schauen und sich Schritte überlegen, wie kann ich das erreichen, dass zumindest am Anfang mal Menschen ohne Einkommen oder in der Grundsicherung kostenlos den ÖPNV nutzen können. Das spielt ja schon eine ganz große Rolle, weil das Daseinsvorsorge ist, weil es um soziale Fragen geht. Aber wie gesagt, der Verkehrsraum muss dazu auch viel gerechter verteilt werden. Also ich muss auch den Fußgängern und den Fahrradfahrern eine Chance geben, da haben Sie doch recht, das ist alles gefährlich, wenn wir um eine Schule herumfahren oder wir sehen die Lücken bei den Radwegen, wie zwischen Bexbach und Homburg. Das ist seit Jahren ein Problem und angeprangert und es gibt keine Lösung. Also es gehört ganz, ganz vieles zusammen, natürlich auch die Barrierefreiheit, aber es muss einfach angegangen werden, dass das im Saarland besser wird und das ist versäumt worden und jetzt stehen wir da und jetzt geht es los in der neuen Legislatur. Da widerspreche ich Ihnen auch gar nicht. Es geht gar nicht um die Frage, was muss in Zukunft jetzt sein, sondern Frau Hieserich später. Aber Sie sehen doch, dass es nicht und der ist nun mal, wie er ist. Und mit dem muss ich zunächst mal umgehen. Lass uns noch mal einen Schritt weiter gehen. Oder dass die Busse mit stinkendem Diesel immer noch fahren, anstatt dass... Stinkendem Diesel ist mein Stichwort. Denn diese Verkehrswende, die wir da alle wollen, die hängt ja auch damit zusammen, dass wir Klimaschutz leisten müssen. Da gibt es ja jetzt Einigkeit unter uns, ist keiner, der den Klimaschutz leugnet hier in dieser Runde. Und deshalb muss da ja auch was passieren. Natürlich spielt da auch der Preis eine Rolle. Also man wird irgendwie auch das so gestalten müssen mit der Energiewende, dass es teurer wird, fossile Brennstoffe zu verbrennen und es billiger und preiswerter wird, mit dem ÖPNV zu fahren oder mit Elektromobilität oder wie auch sonst, mit Fahrrad und sonst was. Dazu vielleicht Ihr Konzept, Frau Becker. Ja, also was heißt Ihr Konzept? Ich denke, der Markt
wird das irgendwo auch selbst regulieren, das zum einen, oder auch und auch über die CO2-Bepreisung. Ich meine, das haben wir jetzt ja auch schon erlebt, wobei im Moment sind die Preise ja auch so hoch, weil die Konzerne das wohl bewusst auch hoch halten. Der Rohölpreis ist ja nochmal gesunken. Aber das Konzept muss natürlich sein, dass wir da nicht eingreifen im Sinne von so einer Bremse oder da auch irgendwie 20 Cent jetzt abziehen an irgendwelchen Preisen, weil da greifen wir natürlich auch in den Markt irgendwo ein. Das Konzept muss es sein, das sozial abzufedern, mit einem Energiegeld oder halt Heizkostenzuschüssen und Ähnlichem, wie es jetzt auch im Entlastungspaket schon verabschiedet wurde. Und dann muss es natürlich, was den ÖPNV angeht, muss der so günstig sein und so attraktiv, auch von seinen Zeiten her, dass man da halt umsteigen kann. Braucht das Saarland mehr Windräder, um diese Energiewende herbeizuführen? Ganz sicher, aber alleine wird das niemals reichen. Und wir haben im Saarland aus unserer Sicht einfach ein Problem, dass viele Standorte eben nicht geeignet sind. Also ich habe seit Jahren immer wieder mich dafür eingesetzt, dass man die Menschen mitnimmt, wenn man das ernst meint, wenn Dialoge geführt werden sollen mit den Bürgerinnen und Bürgern vor Ort. Ich war mal dabei bei einer Demo im Mandelbachtal. Also die Leute sind, die haben das einfach abgelehnt, dass direkt hinter den Neubauten Windräder hinkommen. Und das ist das Problem. Der Wald ist tabu für Sie. Bitte, der Wald, da haben wir ganz klar gesagt, da bleiben wir auch dabei. Da ist Naherholungsraum, also Windräder im Wald, dann auch im historisch gewachsenen, ist für uns ein No-Go. Wir sehen da halt viel mehr Chancen. Wir sehen das also halt muss anders. Ich doch intervenieren. Wir sehen hier halt viel mehr Chancen. Jetzt will ich noch das zu Ende führen. In der Photovoltaik, wir haben uns ganz klar eingesetzt, schon lange, dass auf allen öffentlichen Gebäuden längst Photovoltaikanlagen sein müssten. Das hat das Land versäumt, das haben auch viele Kommunen versäumt. Jetzt sind alle auf diesen Zug aufgesprungen. Aber ich muss auch sagen, ich habe auch vor, bildliche Anlagen erlebt. In meinem Heimatort Dürmingen sind also hektarweise riesige bifaciale Photovoltaikanlagen. Aber allein mit der Photovoltaik? Nein, natürlich nicht. Aber es reicht auch allein nicht, wenn wir nicht 10 Windräder kommen. Das ist doch auch Illusion. Also das Saarland wird nicht immer Strom importieren müssen, weil wir so viel Strom verbrauchen. Wenn Sie gleichzeitig reden, dann versteht keiner gar nichts. Genau. Weder hier noch am Bildschirm. Dieses also, Thema mit dem Wald und der Windkraft, das regt mich richtig auf. Ich bin also am Sonntag geradelt, auf die Höhe im Stadtverband, am Regionalverband Saarbrücken, da bei der A1 zwischen Quierschied und Riegelsberg. Da hat man gesehen, wie der Wald aussieht. Und hier wird immer getan, der arme saarländische Wald, der kann man nicht verwerten für die Windkraft. Was man aber vor Ort sieht und was dabei nicht gesagt wird, ist, dass der Großteil des Waldes schon längstens geschädigt ist durch Borkenkäfer, durch andere Schäden. Bleiben wir mal bei und dass dadurch ja. es und überzogen, ist, und überzogen ist, zu sagen, wir könnten im Wald keine Windanlagen bauen. Ich halte sind Sie dafür? Sagen Sie natürlich, doch wir brauchen unbedingt 150 neue Windkraftanlagen. Ja, okay, und ich habe mir ganz bewusst Standorte angeguckt, wie zum Beispiel diese eben zitierte Autobahn, ob nicht dort auch Raum ist, weil die ist nämlich überdimensioniert. Dort fahren weniger Autos als auf mancher Bundesstraße, ob wir nicht Raum gewinnen können, um auf solchen Flächen, auch zum Beispiel in Nachfolgenutzung des Flughafens Ensheim, Windkraftanlagen zu installieren. Und selbst wenn ich die 150 Stück gebaut hätte, die brauchen wir jetzt dringend, reicht es auch nicht aus. Da gebe ich euch recht, wir brauchen natürlich auch noch die Photovoltaik. Und wenn das jetzt nicht geboostert wird, und das recht noch infolge des Krieges, dann kriegen wir diese Energiewende nicht hin. Und ich finde es bemerkenswert, wie plötzlich in den letzten zwei Monaten die Ziele der SPD für Windkraftanteile gestiegen sind, auch von den Grünen. Wir haben als Bundpunkt 60% reingeschrieben, wollen, dass eine Energiesouveränität erreichen. Schön, dass ihr das jetzt auch sagt. Und wir müssen jetzt viel mehr tun, als bisher passiert ist. Und deswegen ganz klar dafür. Ich möchte jetzt bitte von den beiden Damen, von der Frau Becker und von der Frau Hiesrich-Peter noch wissen, Wind im Wald, ja oder nein? Nee, also im Wald ist no go. Also, ich denke, man muss da mal auch da wieder so ein bisschen die Energie rausnehmen aus dieser Debatte. Die entscheidende Frage ist doch nicht, wie viele Windräder stellen wir irgendwo hin und wie viele Dachflächen belegen wir mit Photovoltaik, sondern
wie viel regenerative Energie sind wir in der Lage, im Saarland zu produzieren. Es gibt mit Sicherheit einige Flächen, wo man noch ein Windrad hinstellen könnte, aber am Ende des Tages, Frau Becker sagt das immer so schön, wir sind bei 20% und müssten eigentlich sein bei 40%, aber die genaue 60. Anzahl habe ich da bis jetzt noch nicht gehört, um die es da eigentlich gehen soll. Und die viel entscheidendere Frage ist, wie viel Strom können die tatsächlich produzieren? Wie autark können wir werden? Ich denke, wir können es nur schaffen durch einen guten Mix, durch Windkraft, durch Photovoltaik und durch andere regenerative Energiequellen, um einen Teil zumindest der Privathaushalte im Saarland mit ihrem Energiebedarf zu unterstützen. Grundlastfähige Energie, auch für die Industrie, die zweifelsohne im Saarland eine große Bedeutung hat, haben wir damit immer noch nicht erreicht. Wieso? Die Windkraft ist doch grundlastfähig. Die Windkraft ist alles aber nicht grundlastig. Also Sie werden jetzt sehr detailliert, was die Grundlast und die Spitzenlast. Wissen Sie, was der Kardinalfehler war, als der Landesentwicklungsplan, also als diese Kompetenz abgegeben worden ist an die Kommunen? Nicht an der Reihe, Frau das war 2011. Ich möchte von Frau Hiesrich-Peter wissen, Wind im Wald, ja oder nein? Wind im Wald da, wo es keinerlei Konflikte zwischen den einzelnen Nutzern gibt, ja. Wind im Wald da, wo Wald ganz klar als Naturschutzelement erhalten werden muss, auf jeden Fall nein. Warum Frau sagen Becker? Sie dann bei Fridays for Future, das wäre weil, weil Fridays for Future nicht das Maß aller Dinge sind. Das war aber Ihre Antwort. Das Sie mag haben gesagt, ja sein. Es wäre nicht wirtschaftlich im Saarland, Windkraft. Das verstehe ist ich genau nicht. Das, was ich gerade eben erklärt habe. Also ich kann nicht nachvollziehen, warum Windkraft nicht wirtschaftlich ist. Frau Becker, genau. Also es braucht eine nationale Kraftanstrengung beim Ausbau der Erneuerbaren. Das heißt, wir müssen im ganzen Bundesgebiet und wir hier im Saarland, wo wir nur 20% Erneuerbare haben, sowieso Windkraft und Photovoltaik ausbauen. Und Windkraft im Wald muss da auch eine Rolle spielen, weil wir ansonsten unsere Ziele nicht erreichen können. Wenn wir von 50-60% reden, dann werden wir um den Wald an bestimmten Stellen nicht herumkommen. Aber es ist richtig, was auch meine VorrednerInnen gesagt haben, man muss da ein bisschen die Emotionalität auch aus der Debatte rausnehmen. Wir haben 0,4 Hektar für ein Windrad im Wald. Man kann sich das in Buß zum Beispiel anschauen. Das ist nicht so schlimm, wie man sich das vorstellt und wie man wie einfach das auch vor Ort dann immer so hochgeschaukelt wird vom Konflikt her. Von daher denke ich, es gibt vielleicht auch Bereiche, die muss man rausnehmen, weil vielleicht auch ein hoher ökologischer Wert oder auch ein touristischer Wert, das muss man sehen. Aber insgesamt ausschließen wollen wir das nicht. Und die 20%, das ist ja das, was wir im Moment haben, 40% oder 46% ist der Bundesschnitt. Und dass ich immer sage, auf 40%, das kommt daher, dass es eine Studie gibt aus dem Wirtschaftsministerium, die eben auch sagt, dass 40% realistischerweise bis 2030 zu erreichen sind. Jetzt, ja, aber wie viel Energie produzieren die dann letztlich? Das ist ja die entscheidende Frage. Über wie viel reden wir? Also ich habe in meiner betriebswirtschaftlichen Ausbildung eins gelernt, als es darum ging, irgendwas zu kalkulieren, da hieß es, ihr könnt rechnen, was ihr wollt, die Prozente könnt ihr nie zur Bank bringen. Deshalb will ich ja wissen, über welche das Menge ist dann der Stromanteil reden wir jetzt? Reden wir über 5 Windräder, 10 Windräder? Das ist das Entscheidende. Und wir werden, ob wir jetzt 5 oder 10 bauen, wir werden trotzdem noch keine grundlastfähige Energie haben. Die werden wir nur bekommen, wenn wir einen Mix aus allen Möglichkeiten wählen und jeder Möglichkeit den gleichen Stellenwert einräumen. Darum geht es doch. Das ist ja klar, dass wir einen Mix brauchen und dass es auch nicht nur Windkraft und Photovoltaik ist, sondern wir reden ja jetzt auch, es wird ja auch geprüft zum Beispiel, ob wir aus dem Grubenwasser noch Geothermie beziehen können. Es gibt Biogas, es ist ja ein Gesamtkonzept. Genau. Wir müssen die Netze ausbauen, wir brauchen Stromspeicher. Ganz genau. Nur es muss sich was ändern, es muss sich sehr schnell ändern. Genau. Ja, ich würde jetzt mal sagen, wir haben jetzt zwei wichtige Themenbereiche oder drei vorgegeben. Jetzt würde ich gerne mal den Spieß umdrehen. Wir haben gerade gehört, die Zeichen stehen auf Fortsetzung der Großen Koalition, entweder unter der einen oder der anderen Führung. Jetzt können Sie mal sagen, weshalb das unbedingt verhindert werden muss und was Sie vor allen Dingen unternehmen wollen, wenn das möglich wird. Also wenn Sie zum Beispiel in Regierungsverantwortung kommen, bei Ihnen ist es am unwahrscheinlichsten, aber Sie haben sicher auch Vorschläge. Also ausgezählt wird am Schluss und ich habe das lange mitbeobachtet, was Frau Koch am Anfang ja auch mir bescheinigt hat. Also 10 Jahre große Koalition und jetzt soll einfach nur der Hut gewechselt werden. Was soll das? Wenn ich mir die Bildungspolitik anschaue, die in diesem Fall SPD-geführtes Ressort ist, da hat die Pandemie die Lücken im System Schule komplett offengelegt. Die Ressourcen seit Jahrzehnten zu eng auf Kante genäht. Sanierungsstau überall. Und dann kommt man mit der digitalen Schule, die überhaupt nicht funktioniert, und man drückt den Kindern ein
Tablet in die Hand und meint dann, das wäre es. Man macht eine Vorführung in einer 6. Klasse und fingiert über einen Hotspot, macht auf WLAN. Das sind so viele Lücken im System, die geschlossen werden müssen. Und dafür will ich mich weiter einsetzen. Und das hat auch gezeigt, dass hier über Jahre es versäumt worden ist, dass eben in allen Schulformen Personal eingestellt wird. Da haben wir so drum ringen müssen, immer und immer wieder. Und das waren Rückschläge und jetzt rächt sich das alles. Also gerade bei der Verlässlichkeit in Kitas und Schulen sieht man das ganz enorm, wie schlecht die Große Koalition gearbeitet hat. Die haben sich auch gerade in der Bildungspolitik einen extremen Kampf geliefert, fast ideologisch, wie die Bildungspolitik aussehen soll in Zukunft. Das ist jetzt ja vorbei. Ja, was heißt vorbei? Das geht doch genauso weiter. Das wird doch genauso weiter. Die glauben doch nicht echt, dass sich da was ändert. Das geht genauso weiter, nur der Hut wechselt. Und insofern finde ich, braucht es auch uns als Korrektiv im Saarländischen Landtag. Wie gesagt, da bin ich optimistisch. Da lassen wir uns auch von irgendwelchen Umfragen nicht aufhalten. Also wir werden es wirklich sehen. Und wir waren uns in vielen Diskussionen einig, wenn es das Korrektiv mit kleineren Parteien, Fraktionen nicht gibt, wie gesagt, dann haben sie diesen Stillstand. Und den sehe ich an vielerlei Ecken. Das habe ich genug erlebt. Ich wollte auch nicht Ihre Erfolgsaussichten bewerten. Sondern naja, Sie haben es ja schon öfter gesagt, Nein, ich habe nur gesagt, dass Sie als Regierungspartei nicht wahrscheinlich sind. Nee, zum Glück, weil, also, das ist nicht unser vorrangiges Ziel. Genau. Also das aber klar. Aber bei Frau Becker sieht das sicher anders aus. Was machen Sie anders? Ja. Was, wenn Sie Regierungspartei waren, was können die Saarländerinnen, auf was können sich die Saarländerinnen und Saarländer dann freuen? Ja, unser oberstes Ziel ist natürlich mehr Klimaschutz fürs Saarland. Da besteht der größte Handlungsbedarf. Da haben wir auch den größten Stillstand. Aber ganz eng damit verbunden ist natürlich auch die zukunftsfähige Wirtschaftspolitik. Weil wenn wir hier Erneuerbare ausbauen, dann ist das auch ein Standortfaktor fürs Saarland. Und im Bereich der Wirtschaft muss auch viel mehr passieren, weil wir sehen, dass wir immer noch sehr stark vom Verbrenner abhängig sind im Moment. Wir wissen nicht, wie es da weitergeht. Der Verbrenner wird nicht die Zukunft sein. Unser Ministerpräsident sagt zwar immer, man soll das technologieoffen betrachten, aber wenn man sich die Märkte anschaut, dann muss man da keine Hellseherin sein, um zu sehen, dass es in Richtung Elektromobilität geht. Von daher, erneuerbare ausbauen, für neue Arbeitsplätze auch in dem Bereich sorgen. Die Verkehrswende vollziehen, haben wir eben schon durchdiskutiert. Aber auch Thema Klimaschutz, die Flächenpolitik anders gestalten. Wir haben jetzt ein neuer Landesentwicklungsplan, soll jetzt endlich mal kommen nach zig Jahren. Es kann nicht sein, dass wir für Industrieansiedlungen immer auf die grüne Wiese gehen. Es kann auch nicht sein, dass wir von Neubaugebieten reden, das auch vor dem Hinblick des demografischen Wandels, nicht nur des Flächenfraßes. Das sind alles Punkte und für uns ganz wichtig auch demokratische Mitbestimmung. Wahlalter ab 16 muss unbedingt kommen. Das wären Punkte, die würden wir direkt angehen. Ich hatte noch eine Zusatzfrage. Wenn Sie die Industriepolitik im Land ansprechen und das, was an Wandel auf uns zukommt, da hat es eine Positionierung Ihrerseits gegeben seitens der Grünen im Hinblick auf S-Volt. Sie sind dafür. Und ganz klar die Frage, sind Sie auch für den Bau von S-Volt am Standort Überherrn? Ja, also wir wollen die Ansiedlung nicht gefährden, weil wir sehen, dass das sehr wichtig ist für den Industriestandort Saarland. Sehen aber natürlich auch, dass das Linzer Feld an sich ein Fehler ist, das was überhaupt ausgewählt worden ist. Allerdings sind die Verfahren jetzt halt so weit, dass man diesen Standort auch nicht mehr umkehren wird. Von daher haben wir gesagt, wir werden diese Verfahren jetzt kritisch begleiten. Es kann natürlich nicht sein, dass hier gegen Naturschutzrecht verstoßen wird. Aber sofern das von den Gutachten her und von den Verfahren eingehalten wird, werden wir uns nicht gegen den Standort weiter. Haben Sie da Ihre Partei auch hinter sich? Oder ist das nur die Meinung der Spitzenkandidatin? Nein, das ist die Sicht der Partei. Herr Ried, Sie sehen das anders. Ne? Entsetzt mich so ein bisschen. Da gibt ja doch etwas aus der Hand, bevor die Entscheidung überhaupt mal getroffen ist. Das Verfahren ist noch gar nicht durch. Der macht jetzt schon mit, was die SPD-CDU da auch will. Und wenn ich mir das anschaue, bei dieser Entscheidung fürs Linzler Feld, ist das für mich eine Katastrophe. Und deswegen braucht es eben Bund.Saar als neue Wählervereinigung, als Start-up. Wir wollen genau diese Dinge eben angehen. Wir wollen diesen Flächenfraß bremsen und mit neuem Blut und mit neuen Besen eben in dem Parlament mal zeigen, dass es auch anders geht. Und speziell bei diesen Themen, auch bei der Flughafenfrage und soziale Gerechtigkeit, wollen wir die Akzente setzen, die wir da so ein bisschen vermissen. Wir sind bei Weitem nicht mehr nur die grüne Ersatzpartei oder die linke Ersatzpartei, sondern wir erleben gerade auch im Zulauf und Reaktionen, dass wir ein ganzes Spektrum abdecken von
von Leuten, die sich bei uns viel wohler fühlen und wo wir unter Beweis stellen können mit unserer Schwarmintelligenz. Wir haben sehr viele verschiedene Fachleute, kommen aus den Verbänden, dass wir da unbedingt dieser GroKo jetzt mal ans Bein treten können. Es wäre für mich ein Albtraum, wenn diese GroKo weitergeführt wäre. Es ist 10 Jahre Stillstand, das ist Verwaltung von Untätigkeit. Das kann ich mir nicht weiter vorstellen. Deswegen bin ich froh, wenn es ein sehr buntes neues Parlament gibt. Naja, so wie es im Moment aussieht, kann es ja ein sehr unbuntes Parlament werden. So sieht es aus. Von daher, das ist eine sehr optimistische Darstellung. Also das müssen wir vielleicht für die, die diese ganze Arithmetik nicht so auf dem Schirm haben. Zurzeit sieht es so aus, dass alle 4 hier vertretenen Parteien um den Wiedereinzug oder Einzug in den Landtag bangen müssen. Vielleicht sogar die AfD, die zu Recht hier nicht dabei sitzt. Und das könnte dann eben heißen, es gibt 2 Parteien im neuen Parlament. Und das wäre dann ja eine Fortsetzung der Großen Koalition in einer ganz anderen Form, aber ja, in einer oder absoluten 3 Mehrheit. Parteien. Ja, die AfD wird dann ja, die einzige Opposition das, sein. Ja, ja. Nee, man muss auch dieses, das haben wir ja schon öfter besprochen, man muss da reingehen und dieses dämliche Rennen, wer hat den Hut auf in Zukunft, halt durchbrechen mit Aktionen, auch auf den letzten Metern. Also das ist, und mit... ja, mit Aussagen. Und darum geht es wirklich. Also da haben Sie mal richtig die Unterstützung von Frau Hieserich-Bethel. Ja, wir haben uns da schon öfter die Bälle zugespielt, Frau Becker und ich auch. Nee, also genau so. Ich denke insgesamt, es ist schon richtig, die Vorstellung, dass die Große Koalition eine Neuauflage erlebt, egal wer jetzt vorne den Hut auf hat, das bedeutet für uns mindestens 5 weitere Jahre Stillstand in diesem Land. Das kann eigentlich niemand wollen. Deswegen halten wir es, da sind wir uns, glaube ich, auch alle einig, wie wir hier sitzen, für sehr wichtig, dass die kleinen Parteien tatsächlich auch wirklich eine Rolle im Landtag spielen. Wer jetzt am Ende welche Rolle tatsächlich einnimmt, das muss man am Ende sehen, wenn das Wahlergebnis da ist. Das kann man mit Sicherheit jetzt nicht vorhersehen. Entscheidend ist aber die Frage, dass wir in diesem Land etwas verändern müssen, weil das Land wird seit über 10 Jahren weit unter seinem Wert regiert. Und die Tatsache, dass wir heute da stehen, wo wir stehen, ist das Ergebnis von 10 Jahren großer Koalition. Das kann auch nicht so weitergehen. Deswegen muss es da einen Wechsel geben. Wenn die FDP in einer künftigen Landesregierung eine Rolle spielen wird, dann wird es auf jeden Fall darum gehen, zum einen die Landesfinanzen und auch die Finanzen auf kommunaler Ebene neu aufzustellen und zu sanieren. Es wird darum gehen, auch wirklich in vielerlei Hinsicht in die Bildung zu investieren. Da geht es nicht nur um die Diskussion, ob G8 oder G9. Das ist auch so eine Phantomdiskussion, die ich eigentlich unerträglich finde, weil wir immer nur diskutieren über die Frage, wie sieht das Gymnasium aus, sondern die Bildungslandschaft ist viel breiter, ist viel bunter, da sind viel mehr Baustellen, als man dann nur immer über Gymnasium und Universität spricht. Das sind wichtige Bereiche, gar keine Frage, aber eben nicht die einzigen. Und es geht vor allen Dingen auch darum, wirklich die Wirtschaft so zu stärken, dass wir überhaupt in der Lage sind, die Arbeitsplätze mit kleinen und mittelständischen Unternehmen aufzufangen, die jetzt im Moment auf dem Spiel stehen. Wir müssen uns bewusst machen, es stehen im Moment rund 10.000 Arbeitsplätze im Saarland auf dem Spiel, wenn es um die Frage geht, wird Ford in Saarlouis weiter bestehen können oder nicht. Es geht nicht nur um die knapp 5.000 Mitarbeiter, die in dem Werk jetzt arbeiten. Es geht um zusätzlich 1.500 Arbeitsplätze bei den Zulieferern. Und es geht um weitere tausende Arbeitsplätze bei den Dienstleistern, die mittelbar und unmittelbar betroffen sind. Das heißt, wir reden insgesamt über 10.000 Arbeitsplätze. Die Diskussion um S-Volt in Überherrn ist im Grunde genommen zum jetzigen Zeitpunkt ja eine reine Phantomdiskussion, weil im Moment gibt es noch keinerlei Unterschrift unter irgendeinem Stück Papier, die uns sicher machen wird, dass tatsächlich S-Volt kommt. Das wird im Moment von beiden Partnern der Großen Koalition so getan, als wäre diese Anliegung schon längst in trockenen Tüchern. Das ist sie mitnichten. Ich bin der Meinung, wir brauchen sie, aber wir sollten jetzt nicht so tun, als hätten wir das alles schon in der Tasche. Es wäre viel wichtiger, wenn wir es schaffen, gerade die kleinen und mittelständischen Unternehmen, die wir im Saarland schon haben, die zum Teil sehr, sehr erfolgreich sind, aber einfach unterhalb des Radars, unterhalb der Wahrnehmung, einfach laufen, die zu unterstützen, denen die Chance zu geben, sich zu entwickeln. Und ihnen die Möglichkeit zu geben, so zu wachsen, dass sie in der Lage sind, weitere Arbeitsplätze anzubieten und die Arbeitsplätze aufzufangen, die im Moment in der Industrie auf dem Spiel stehen. Dafür müssen wir ganz viel tun in der beruflichen Bildung. Dafür müssen wir uns wirklich auf die Hinterbeine stellen, um auch in den Grundschulen, in den Gemeinschaftsschulen wirklich die berufliche Orientierung, es geht gar nicht mal um die berufliche Spezialisierung, sondern überhaupt
den Aspekt der beruflichen Orientierung schon sehr früh in den Schulen anzulegen, um Kindern und Jugendlichen schon sehr früh die Chance zu geben, welche Talente habe ich, was kann ich, wo kann ich Erfolgserlebnisse für mich selbst rausziehen. Wenn ich das schaffe, dann schaffe ich es auch, junge Menschen wieder in die Berufsausbildung zu bringen und dann schaffe ich es eben auch, den Fachkräftemangel, den wir jetzt schon im Mittelstand haben, im Handwerk, in der Dienstleistung, in der Pflege, der Bogen ist ganz breit, wirklich aufzufangen und damit auch diesen Nachwuchs da zu etablieren. Das sind die ganz wichtigen Punkte, die man in einer nächsten Landesregierung anlegen muss und das eben nicht nur auf eine Legislaturperiode begrenzt, sondern wirklich länger gedacht, in die Zukunft gedacht. Frau Heserich-Peter, ich möchte nur ganz kurz einhaken, aber Sie sehen also im Moment, dass die berufliche Bildung irgendwie im Saarland brach liegt, dass da nichts getan wird. Also ich habe viele, in Corona war es ein bisschen schlecht, aber ich habe schon ganz viele Berufsberater begleitet, die in Schulen waren, die sich wirklich Mühe gegeben haben, die Praktikumsplätze gesucht haben. Und trotzdem hat der Nachwuchs, der hier angesprochen worden ist, seine Zukunft woanders gesehen. Also nicht beim Bäcker, wo er 2 Wochen war. Und er hat seine Zukunft auch nicht beim Dachdecker gesehen, wo er auch 2 Wochen war. Das heißt, an dieser Stelle muss man etwas ändern. Aber kann ich wirklich der Politik der letzten 10 Jahre jetzt vorwerfen, dass sie da völlig blind durch die Gegend gelaufen ist? Frau Kopp, ich nenne Ihnen ein einfaches Beispiel. Wir hatten vor 14 Tagen 3 Wochen, ist der Wahl-O-Mat für dieses Jahr vorgestellt worden. Die Vorstellung hat stattgefunden im TGBBZ 2 in Saarbrücken am Mügelsberg. Das ist eines der größten Berufsbildungszentren, die wir im Saarland haben. In diesem Berufsbildungszentrum habe auch ich einen Teil meiner beruflichen Ausbildung absolviert. Ich kam dorthin und habe festgestellt, dort sieht es so aus, wie es vor 30 Jahren ausgesehen hat, als ich da zum letzten Mal selbst in die Schule gegangen bin. Das ist der Zustand der beruflichen Schulen, die wir im Saarland haben. Und es ist nicht die einzige. Die beruflichen Schulen haben in den letzten 10, 15 Jahren wirklich überhaupt keine Wahrnehmung gehabt. Wir sind gelaufen und da, wo gute berufliche Ausbildung stattfindet, da sind es dann meistens private Initiativen, die das auf den Weg bringen. Ich habe mir vor 14 Tagen angeschaut, das AGV der Bauwirtschaft, das Ausbildungszentrum der Bauwirtschaft, was rein privat organisiert aus den Sozialkassen der Bauwirtschaft finanziert werden. Schauen Sie sich an, wie dort Berufsbildung stattfindet, auf welchem Niveau das läuft, in welcher technischen Ausstattung die Gebäude sind, welche Qualifikationen die Lehrkräfte haben, die dort sind. Und dann gehen Sie zurück in eine berufliche Schule, wo auf den Toiletten sogar zum Teil die Türgriffe von den Türen fallen, weil man eben nichts in diese Schule investiert hat. Es gibt KBBZ also in Homburg, die echt sehr gut laufen, die wirklich ein Dach sind für viele Schulformen. Das kann ich so nicht immer unterschreiben. Was aber das Hauptproblem ist im beruflichen Bildungsbereich, sind einfach die Perspektiven für die Lehrkräfte. Das wissen wir. Wir haben schon lange Abwanderungstendenzen ins benachbarte Rheinland-Pfalz, nach Zweibrücken, weil die Beförderungsperspektiven dort einfach besser sind. Das ist schon mal ein Problem. Dann die Quereinsteiger. Die werden nicht wirklich gepflegt. Die haben nicht diese Perspektiven, wie das früher war im beruflichen Bildungsbereich. Das sagen die uns immer, wenn wir die Gespräche führen. Und das muss sich ändern. Dann haben wir Unterrichtsausfall immer noch nach wie vor. Das ist auch ein Riesenproblem, was nicht gelöst ist. Und wie gesagt, es gibt immer noch keine standortspezifische Lehrerfeuerwehr. Wir haben 22 oder 21 berufliche Schulstandorte. Das hätte man längst, da haben wir vor 10 Jahren schon drüber diskutiert. Da haben die sich das alle mitgeschrieben. Ja, müssen wir machen. Die bräuchten wirklich 2 feste Lehrkräfte an den Schulstandorten. Das wäre dann schon ein riesiger Schritt nach vorne. Und das ist eben jetzt nur ein Detail, dass man sieht, dass die Beruflichen nie die Augenhöhe hatten mit den Gymnasien. Man hat im Endspurt jetzt wieder an diesen hektischen Vorschlägen, als es jetzt ums G9 ging, was überhaupt nicht die Herausforderung der Zeit ist. Es geht um ganz andere Dinge, weil die Sicherheit, die Maßnahmenschutzpakete überhaupt nicht funktionieren an den Schulen. Das sind alles die Herausforderungen. Aber hier hätte man viel stärker auch bei den Beruflichen schauen müssen. Wir wissen auch, vor 2 Jahren war es ganz dramatisch. 14,1% sind die Ausbildungsverträge, der Abschluss ist zurückgegangen, hat die Arbeitskammer zu Recht festgestellt. Und da hätte man viel eher einschreiten müssen. Das ist wirklich eine Baustelle. Da braucht es eine höhere Ausbildungsvergütung, es braucht eine Ausbildungsplatzgarantie. Das sind alles Dinge, die jetzt wieder im Wünsch dir was Konzert sind. Aber das ist wirklich versäumt worden. Wünsch dir was, da sind wir schon schnell bei dem wichtigen Punkt Finanzen. Denn alles, was Sie vorschlagen, was alles sehr plausibel klingt, kostet Geld. Das Saarland ist klamm. Die Kommunen sind noch klammer. Auf die kommen jetzt wieder neue Herausforderungen zu. Da werden Schulen gebaut werden müssen, weil Flüchtlingskinder unterrichtet werden sollen. Und das auch sehr schnell.
Was ist da das Konzept, das Sie vorschlagen können, ohne auf den Bund zu verweisen? Also was können Sie hier im Saarland tun, um die Kommunen zu entlasten, um denen die Mittel zu geben, damit die überhaupt die Dinge tun können, die sie fordern? Soll ich anfangen? Ja. Gut, also Sie kommen ohne den Bund nicht aus. Das weiß hier jeder. Also ich bin auch im Stadtrat Fraktionsvorsitzende und erlebe das dauernd, dass auch eben der Saarlandpakt nur bedingt genutzt hat. Das war ja eine Initiative vom Land. Das war schon richtig. In der Krise sind die Rettungsschirme aufgespannt worden. Es hat Konjunkturprogramme ja gegeben. Und das hat ja auch gezeigt, dass sie einen aktiven Staat in dieser Situation der Krise brauchen. Aber die Kommunen brauchen auf jeden Fall eine Altschuldenregelung. Und das geht nur mit dem Bund. Die müssen einbezogen werden in den Bund-Länder-Finanzausgleich, was jetzt kommt. Das kommunale Finanzausgleich, das kann das Land auch wiederum ändern und an den Stellschrauben drehen, damit es besser wird. Und für den Landeshaushalt selber kann ich nur sagen, ich glaube, dass die Schuldenbremse Geschichte ist. Das zeigt die Entwicklung jetzt auch wieder. Und das ist auch richtig so. Das war wirklich jahrelang eine Investitionsbremse, eine Bildungsbremse. Und das darf die schwarze Null, die können wir wirklich nicht mehr gebrauchen. Wo wir Möglichkeiten sehen, da bleiben wir dabei. Wir haben Millionen Einkommen, Vermögen, Erbschaften, die müssen viel deutlich spürbarer, gerechter besteuert werden. Und es gibt auch sehr seriöse DIW-Studien, wie dann Milliarden in die Haushalte, auch in die Länder hineinkommen können. Das ist für uns weiterhin eine Säule der Finanzierung der Länder und die sollte man nicht aufgeben und dafür muss man nach wie vor im Bundesrat werben. Und ansonsten muss man im Landeshaushalt auch Schwerpunkte setzen. Und die sind für die Bildung zum Beispiel oder zur Bekämpfung der Kinderarmut. Das ist ein Thema, was jetzt noch gar nicht angesprochen worden ist. In den letzten 10 Jahren ist die Kinderarmut hier so stark gestiegen wie in keinem anderen Flächenland. Das ist so beschämend. Und jetzt kommt man vor der Wahl und sagt, ja, die Kitas müssen beitragsfrei werden. Das haben wir vor der letzten Wahl schon gesagt, dass das kommen muss. Oder dass die Ganztagsbetreuung halt eben kostenfrei wird zur Armutsbekämpfung. Alle diese Schritte gerne nicht gegangen worden. Das führt immer dann sehr weit weg mit ganz vielen anderen Themen, aber dieses Beispiel Schuldenbremse, die Frage ist ja, können wir dabei bleiben? Sie sagen nein, es ist auch schon Geschichte, davon gehen Sie aus als Linke. Frau Becker, wie sehen Sie das? Was muss passieren? Muss ich sie aufgeben oder kann ich das überhaupt? Also ich meine, ich bin ja da nicht alleine auf weiter Flur als Saarland. Ich muss ja da auch mal schauen, was die anderen so tun. Und was die Verfassung sagt. Ja, also wir brauchen die Schuldenbremse schon. Wir müssen auch schauen, dass wir unsere Schulden irgendwo tilgen und vielleicht auch, was die Altschulden angeht, einen Schuldenschnitt vom Bund kriegen. Denn wir müssen ja auch für zukünftige Generationen irgendwie handlungsfähig bleiben und das sind wir nicht, wenn wir immer weitere Schulden machen. Aber wir müssen in den wichtigen Bereichen trotzdem Investitionen tätigen können und das sind zum Beispiel die Investitionen in den Klimaschutz, in den Ausbau der Erneuerbaren. Da müssen wir schon schauen, dass wir Investitionen tätigen können oder wie es jetzt auch bisher der Fall ist, bei den Kommunen jetzt, können wir im Hinblick auf den Ausbau der Betreuungsangebote ja auch Kredite über das Investitionsvolumen, das vom Land vorgegeben ist, aufnehmen. Das halte ich auch für sinnvoll. Für die Kommunen insgesamt, um auf die Frage nochmal zurückzukommen, brauchen wir den Altschuldenschnitt? Klar. Unsere Bürgermeisterin Barbara Mayer war jetzt auch gerade nochmal in Berlin, hat sich dafür stark gemacht. Wir brauchen aber auch eine Neuordnung des kommunalen Finanzausgleichs. Der ist ja zuletzt auch gescheitert, auch am Regionalverband, der dann weniger Mittel jetzt bekommen würde. Merzig-Wadern will ja klagen. Das sehen wir auch als problematisch an, dass es im kleinen Saarland nicht mehr möglich ist, da sich zu einigen, dass die Landesregierung es auch nicht schafft, das zu einen. Und dass ein Landkreis da jetzt sagt, dann klagen wir, das kann irgendwie auch nicht das Mittel der Wahl sein an der Stelle. Und ansonsten ist es aber auch klar, dass wir immer auch auf Bundesmittel angewiesen sein werden, weil wir dafür einfach zu wenige Mittel haben und gerade auch die Kommunen zu wenig haben. Was aber auch noch ein wichtiger Punkt für mich wäre bei den Kommunalfinanzen ist, dass wir gerne oder wir bräuchten ein Bäderkonzept auf Landesebene. Das hatte ich schon mal gesagt, weil in Blieskastel zum Beispiel ist es so, dass wir das Minus in unserem Haushalt nur haben aufgrund von unserem Schwimmbad, weil wir im Jahr 800.000 Euro drauflegen, also fast 1 Million Defizit haben vom Schwimmbad. Und wenn wir das nicht hätten, hätten wir eigentlich einen ausgeglichenen Haushalt. Und ich denke, das geht vielen anderen Kommunen auch so. Deswegen halte ich das auch für ein ganz wichtiges Thema, wenn wir Finanzen und Kommunalfinanzen diskutieren. Und da gab es auch schon in der Vergangenheit Ansätze für ein Kreisbäderkonzept oder auch ein Landesbäderkonzept. Das ist aber
wie bei so vielen anderen, auch immer nur bei Versprechungen geblieben. Und das naja, ich würde mal sagen, das ist an der Uneinigkeit der kommunalen Familie gescheitert, dieses, ja. Ja, dieses Landeskonzept und es auch zu übertragen, die Bäder und sie woanders hinzustellen. Also das führt mir ein bisschen weit. Aber Sie sagen, man muss die Schuldenbremse in ihrer Strenge, so wie sie vereinbart ist, so wie sie die Länder verabschiedet haben, so wie sie im Bundesverfass, also wie sie im Gesetz ist, aufbrechen zugunsten von klimarelevanten Investitionen. Das muss kommen. Ja. Also für Bildungsinvestitionen nicht, aber für Klimainvestitionen. Ja. Bei der Bildung ist es Kooperationsverbot. Herr Ried, wie sehen Sie das? Das fallen muss, also ich glaube, vielen ist gar nicht bewusst, wie bitter das aussieht. Wir haben ja einen Milliardenbetrag, der sowohl die kommunale Welt betrifft, die man umrechnet auf Bürger, da haben wir schon über 1.000 pro Kopf. Dann haben wir eine Landesverschuldung von ein paar Milliarden, die ebenfalls nochmal 1.000 pro Kopf ausmachen. Und wir haben noch kommunale Aufgaben, zum Beispiel die Entsorgungsverbände der EVS. Allein im Abwasserbereich hat ja auch nochmal über 1 Milliarde Schulden, jetzt schon. Das heißt, pro Kopf liegen wir hier bei 3.000 bis 4.000 Euro im Saarland. Das ist totale Spitze in Deutschland und deswegen kommen wir ohne diese nationale Betrachtung und diesen Schuldenschnitt nicht herum. Und gerade auch die Kommunen, wenn Sie das sich anschauen im Verhältnis zu den anderen Ländern, sind wir kommunal völlig blank und haben gar keinen Spielraum mehr. Das kann nicht so weitergehen, deswegen muss ich mich anschließen, ohne den Schnitt kann es nicht weitergehen. Wo wir aber jetzt selbst gucken können, wenn wir dann im Land, was haben wir noch an Stellschrauben, dran drehen können, dann denke ich mir, dass das Verzichten auf schädliche Subventionen dringend kommen muss. Wir müssen mal alles durchforsten in einem sehr intransparenten, komplizierten Landeshaushalt. Frau Spanöl kennt das, wenn man da drin forscht. Damit habe ich mit. Das versteht kein Mensch mehr. Man findet die Positionen nicht. Aber man findet drin komische Subventionen von irgendwelchen Verbänden, zum Beispiel Verbrennungslobby für Automotoren. Sie finden bis zu 10 Millionen Euro, die pro Jahr in den letzten Jahrzehnten in den Flughafen geflossen sind. Es gibt überall so ein paar Bereiche, die irgendwie fehlgelenkt sind. Und das Zweite, was mich sehr umtreibt und wo ich eine Chance sehe, wir haben auch Fördertöpfe, die auf EU-Ebene, auf Bundesebene im Saarland, ich kenne es zumindest von der Verkehrspolitik, nicht ausreichend abgeschöpft worden sind. Da geht eben Geld an uns vorbei, während andere bis hin zu Milliarden abziehen können von der EU. Und wenn wir uns mal systematischer aufstellen, diese Töpfe zu nutzen, dann sehe ich da zumindest einen Tropfen auf den heißen Stein und bin total dabei, dass die Schuldenbremse aufgeweicht werden muss, weil wir sonst geht dieser Stillstand immer weiter. Wir müssen irgendwann mal handlungsfähig werden. Sie ist jetzt gelernte Buchhalterin. Sie wird jetzt Herr Ried, wir haben die erste Übereinstimmung, wenn es darum geht, die Fördertöpfe überhaupt mal so anzugehen, dass man das auch wirklich in Anspruch nimmt. Wir brauchen einfach eine Stelle im Land, die gebündelt sich damit auseinandersetzt, welche Fördertöpfe gibt es und wie kann man da koordiniert die Mittel abziehen. Das ist ein Punkt, wo wir tatsächlich heute Abend mal übereinkommen. Ich glaube, insgesamt, wenn wir über die finanzielle Situation des Landes reden, gibt es tatsächlich verschiedene Ebenen, auf denen wir denken müssen. Zum einen muss man zunächst mal festhalten, wir leisten uns im Saarland eine Verwaltungsstruktur, die man sonst in keinem anderen Bundesland so kennt, wie sie bei uns ist. Ich vergleiche es immer gern mit der Region Hannover, die hat ungefähr so viele Einwohner wie das Saarland, wird aber in einem einzigen Kommunalverband verwaltet. Das heißt, jetzt haben wir schon zwei Punkte. Wow, das wird was mit uns. Ja, aber die anderen sagen alle. Zum Thema Finanzen einen Vorschlag gemacht. Ich gebe den Vorrednern uneingeschränkt recht. Wir werden über kurz oder lang von Unterstützung vom Bund nicht wegkommen. Das wird gar nicht funktionieren. Wir brauchen auch einen Altschuldenschnitt. Das ist völlig klar. Aber das werden Sie Herrn Lindner klar machen. Ja, das ist auch möglich. Das ist gar nicht die Frage. Aber wir müssen auch in unseren eigenen Strukturen schauen. Wir haben dazu einen Vorschlag gemacht. Wir wollen die Landkreisebene tatsächlich reduzieren, wollen bei der Landkreisebene von sechs Landkreisen zunächst mal auf 3 gehen, perspektivisch gesehen auf einen Kreis, also einen Kommunalverband. Noch einen. Das, ja, das ist doch so uralte identisches Diskussion. Bodenpunkt. Ja, natürlich ist es eine uralte Diskussion, aber sie würde dem Land jede Menge Geld bringen. Und wenn wir heute, 10 Jahre später, nachdem Junkern-Heinrich das letzte Mal was dazu gesagt hat, dann auch noch die Möglichkeit der Digitalisierung der Verwaltung tatsächlich nutzen, dann hätten wir wirklich bessere Strukturen. Wir hätten keinerlei
Qualitätsverlust, was die Bürger betrifft, was die Erreichbarkeit der Verwaltungen der Bürger betrifft, und könnten jede Menge Geld einsparen, was man dann sowohl den Kommunen wieder zur Verfügung stellen könnte und sagen könnte, da habt ihr Möglichkeiten, indem ihr weniger Kreisumlage zahlen müsst, habt ihr auch wieder mehr Spielräume in euren Haushalten. Ich habe mit Landräten diese Debatte schon geführt. Die kommen dann sofort mit den ganz technischen Dingen und sagen, ja, aber das eine ist Finanzhaushalt und das andere ist Investitionshaushalt. Das geht ja gar nicht. Wenn ich das will, dann geht das auch. Das ist ganz klar. Und zum Bäderkonzept, was Frau Becker angesprochen hat, kann ich nur sagen, wenn wir es schaffen, ein Bäderkonzept zu machen und der einen Kommune deutlich machen, es geht dir hinterher besser, wenn du kein Schwimmbad mehr hast, weil du hast nämlich einen Bus, der deine Kinder, die dieses Schwimmbad besuchen wollen, oder die Familien, die das Schwimmbad besuchen wollen, kostenfrei in das nächste Schwimmbad bringt, was dann wirklich gut und optimal ausgestattet ist. Dann haben wir für beide Kommunen eine Win-Win-Situation. Aber da müssen natürlich auch viele kommunale Vertreter wirklich auch mal ein bisschen sich zurücknehmen und nicht immer nur denken, ich bin nur für diese eine Kommune da. Deshalb haben wir den Vorschlag gemacht, die Kreisebene anzugehen, weil mit der Kreisebene bei weitem nicht so viel Emotionalität verbunden ist, wie es mit der kommunalen Ebene ist. Aber da sind doch so viele Strukturen dran gedockt, das funktioniert nicht. Die gesamte Jugendhilfe, alles, der ganze Sozialhilfebereich, es muss interkommunale Zusammenarbeit viel, viel stärker geben. Das ist ja unstrittig, dass wir die brauchen. Aber dass man die Kreise abschafft und meint, man hätte es dann gepackt, die Kommunen sind am Ausbluten, die können die Aufgaben überhaupt nicht übernehmen. Wie soll denn das funktionieren? Also das wir haben ja schon oft diese Diskussion gehabt, aber sehen Sie tatsächlich jetzt Sie vier im Moment Anzeichen dafür für eine kommunale Reform? Ob nur auf Kreisebene oder ich kann ja auch sagen, wieso brauche ich 52 Gemeinden? Genau, Saarland ist ja nicht so riesig. Das ist aber es gibt doch schon Gemeinden. Ich sehe nirgendwo und 15 Verkehrsverbünde. Ja, das ist doch klar. Betriebe. Angesprochen hatte. Ja. Wenn ich über die Reform der kommunalen Ebene nachdenke, habe ich sofort eine hochemotionale Diskussion, die so schnell gar nicht mehr einzufangen ist. Ich glaube, das ist auch gar nicht der Punkt. Wenn die Kommunen von sich aus sagen, ich denke jetzt mal an die drei Hochwaldkommunen zum Beispiel, wenn die von sich aus sagen würden, wir gehen zusammen und das Land sagt, jawohl, wir unterstützen das, wir helfen euch dabei, es gibt eine Hochzeitsprämie für die Kommunen. Und die kommunalen Vertreter es schaffen, ihre Bürger in den jeweiligen Kommunen dazu auch mitzunehmen, dann soll das eine gute Lösung sein. Aber in dem Moment, wo das von oben nach unten vorgeschrieben wird, werden Sie da mehr Diskussionen und mehr Widerstand haben, der am Ende destruktiver ist, als er eigentlich sein muss. Deswegen haben wir uns ganz gezielt die Kreisebene vorgenommen, weil wir davon überzeugt sind, dass da jede Menge Potenzial zur Verfügung steht, um Dinge zu bündeln und am Ende dafür da anzukommen, dass die Bürger in den Kommunen und in den Kreisen mehr davon haben, als es jetzt der Fall ist. Aber Sie haben ja erlebt, in der Spitzenrunde mit den anderen Kandidaten, mit den Spitzenkandidaten, dafür haben Sie keinen Partner. Das macht keiner mit. Nee, die würde das nie machen. Niemals. Das ist alles eine Verhandlungsmasse. Da muss man einfach drüber reden. Und wenn es letztlich aber wie gesagt, die Frage geht, will sich nicht stellen. Aber ich kann da voll mitgehen. Das ist ja im Saarland so eine Blähkultur. Ne? Genau. Wir haben Sparkassenvorstände doppelt besetzt. Wir haben den Toto-Verein doppelt besetzt. Wir haben kommunale Strukturen, die überqualifiziert sind. Wir haben diese Zweckverbände böse, im Personenverkehr, drei Zweckverbände. Das lässt sich alles reduzieren. Und die Diskussion, ich kann da gut mitgehen, wenn Sie doch mal sehen, es gab ja auch Rohrbach, St. Ingbert, das wurde ja auch mal zusammengebracht, Tutweiler, Saarbrücken. Wenn man die Leute mitnimmt und man dann klar macht, du bist ja da nicht weniger Tutweiler als vorher und es bringt euch Vorteile, dann ist da eine Chance. Und diese ganze Welt dieser kommunalen Strukturen, der Kreisstrukturen, die lassen sich im Saarland auf jeden Fall vereinfachen. Und auch dort sehe ich eine Entlastungsquelle bei den Finanzen und bei den Strukturen, da müssen wir rangehen. Und ich will auch noch auf einen Punkt gerne eingehen, den Frau Spaniol eben angesprochen hat. Frau Spaniol, gerade in der Region Hannover habe ich genau diese Frage auch gestellt. Was ist mit der Jugendhilfe? Die kriegen das dort wunderbar hin. Und das Interessante an der Sache ist, die Kosten pro Jugendhilfefall sind nirgendwo so hoch wie bei uns im Saarland. Und andere Bundesländer schaffen das auch und haben weniger problematische Fälle, die sie zu betreuen haben. Das heißt, die sparen nicht an der Betreuung, die sparen an der Verwaltung, die kriegen das hin. Insofern sage ich mal, die Tatsache, dass wir Kreise zusammenlegen könnten und Aufgaben da bündeln könnten, kann
auch ein Vorteil für die Kinder und Jugendlichen aber sein. Frau Hieserich, Peter, ich erlebe das bei mir in der Stadt Homburg. Wir sind ja jetzt wirklich nah an unserem Kreis, fast im selben Gebäude im Zerfallskreis. Und wir sehen, wie wir den Stellenplan haben abspecken müssen insofern, dass wir jetzt 40 Stellen nicht mehr besetzen und so weiter und so fort. Und die Stadt ist Arbeitgeber, die wird immer unattraktiver. Die kann immer weniger auch zur Daseinsvorsorge beitragen, weil das Personal quasi am Limit ist und am Ausbluten. Ich muss es so ein bisschen dramatisch ausdrücken. Ich denke aber. Und ich glaube, und ich glaube niemals, dass das aufgefangen werden kann. Diese Aufgabe. Wir sind jetzt schon dabei und müssen Ingenieure einstellen, weil es so viele Dinge gibt, Bauprojekte und so weiter. Und jetzt ist schon wieder die Umkehr da mit Blick auf das Personal. Ich werde nichts einsparen, wenn ich konsequent die Stellen abbaue. Das wird nicht funktionieren. Es geht gar nicht darum, die Stellen abzubauen. Das kann ich auch nicht auffangen. Ich kann mir die Stadt Homburg nicht vorstellen, dass die Jugendhilfe und alles, was damit zusammenhängt. Aber Frau Spandl, wie erklären Sie sich denn, dass in anderen Bundesländern die Kosten pro Jugendhilfefall deutlich geringer sind, als die haben vielleicht bessere präventive Strukturen gehabt. Die haben alle nicht so eng teilen. Und haben keinen so engen Haus. Genau, die haben nicht so kleinteilige Strukturen. Und haben nicht die Haushaltsnotlage, die wir schon haben. Das hat auch gemacht. Die haben alle ihre Reformen hinter sich. Und ich, solange ich aufs Saarland gucke, wird darüber geredet. Genau. Zu Beginn einer Legislaturperiode und in der Hälfte der Legislaturperiode verschwindet das Thema. Lassen Sie uns einfach mal aber was mit der Haushaltssituation zu tun. Du kannst nicht investieren, weil alles viel zu eng auf Kante genäht ist. Das ist der Hauptgrund. Das haben wir bei der IHK auch engagiert diskutiert und das war auch richtig so. Der Investitionsstau ist riesig. Hier ist nichts mehr passiert. Innovationspolitik gleich null, weil man diesen Weg so gegangen ist. Aber nicht wegen der 52 Meilen. Deswegen müssen wir Geld für Investitionen da abrufen, wo es auch abrufbar ist und da wirklich investieren und da, wo nur konsumtiv Geld ausgegeben wird, was aber letztlich niemandem etwas nützt, da müssen wir genauer hinschauen und müssen gucken, wie können wir diese Prozesse verschlanken, wie können wir diese Prozesse effizienter machen, ohne dass der Bürger am Ende daraus einen Nachteil hat. Und andere Bundesländer machen uns vor, dass das funktioniert. Die lachen über unsere kleinteiligen Strukturen, die wir hier haben. Die lachen darüber. Die Frage ist ja immer der Effizienz. Das können wir sehr weit ausführen. Es gibt keine Rechenmodelle, die da sagen, also wenn ich ein Regierungspräsidium habe und dergleichen oder andere Strukturen, da sind sie wesentlich preiswerter. Das kann man ja so nicht sagen. Es gibt also keine Modelle, die mir jetzt sagen, wenn ich den Kreis A oder B abschaffe, spare ich x Millionen. Die stehen mir als Investitionssumme für andere Dinge zur Verfügung. Zumal am Anfang ist sowas teurer normalerweise. Ja, ich habe das Personal. Wir alles umbauen. Ich kann das Verwaltungsbau woanders hin. Die Stadt legt woanders auf. Deswegen sage ich ja die ganze Zeit, ich darf es nicht nur in einer Legislaturperiode. Eben. Aber wir reden von der nächsten Legislatur. Nein, da wollen Sie über die Zukunft. Ja, aber Sie wollen ja rein. Sie wollen jetzt rein. Wir haben jetzt kein Geld, es muss jetzt Investitionen geben. Reden wir doch über die nächste Legislaturperiode jetzt. Sie kommen um die Frage nicht rum, Sie wollen alle nichts dazu sagen. Für Sie ist es vielleicht am einfachsten, weil Sie wollen Opposition sein, Sie wollen das Korrektiv sein. Aber wie ist es mit den anderen? Wenn Sie im Landtag sind, Sie wollen regieren, das habe ich gehört, auch in der Diskussion. Haben Sie eine Präferenz? Sie werden jetzt sagen, das sagen Sie erst am Wahltag, aber Sie haben natürlich eine Präferenz. Sie kennen auch die Programme, also erspare ich Ihnen die Frage nicht, Frau Becker. Ja, also natürlich sind wir auch bereit zu regieren, sonst müssten wir uns auch nicht zur Wahl stellen und sonst müssten wir auch nicht darüber reden, dass es Stillstand mit der GroKo gibt, wenn wir nicht bereit wären, auch selbst Verantwortung zu übernehmen, klar. Wir gehen in diese Wahl offen hinein. Wir wollen für uns ein starkes Ergebnis erreichen. Und dann reden wir mit den anderen Parteien und schauen. Und die Wählerinnen und Wähler, die Sie jetzt wählen sollen, denen sagen Sie nicht, wen Sie eher auf dem Spitzenplatz sehen möchten. Genau, also wir gehen offen da rein. Nichtsdestotrotz. Und Sie haben auch keine Präferenz. Ich sage es mal so. Wenn man sich die Wahlprogramme der beiden Großen anschaut, dann ist natürlich doch eine gewisse Nähe zum SPD-Programm eher zu erkennen, als das beim CDU-Programm der Fall ist. Es wäre schon in der Zeit, wenn Erich mal bekennt, nicht mehr mit der CDU zu koalieren. Das wäre ja ein Albtraum nach dem, was wir erlebt haben. Und ihr habt ja früher schon da Erfahrungen gemacht. Aber ich fände es wichtig, wenn ihr euch da bekennt, dass das ein No-Go ist. Ja? Also sagen Sie noch was dazu, auf die Frage? Naja, also ich denke mal, dass es für uns genommen ist, welche
Präferenzen wir da haben oder wie wir uns dazu äußern. Und wie gesagt, wir kämpfen für ein starkes Ergebnis für uns. Aber nichtsdestotrotz ist es ja klar, dass wir inhaltlich der SPD näher stehen, alleine beim Thema Erneuerbare. Die CDU sieht die Windkraftpotenziale und im Saarland als erschöpft an. Und beim Personal? Weiß nicht, ob man da zusammenkommt. Und beim Personal kommt dann Hubert Ulrich? Naja, also... Oder schließen Sie das aus? Also das schließe ich aus, ja. Puff. Definitiv. Er hat ja so Stehauf-Qualitäten, der Herr Ulrich. Ja. Sie schließen das definitiv aus. Aber jetzt bin ich ja aufgestanden und von daher sind wir ja schon einen guten Schritt weiter in unserer Partei, würde ich sagen. Ja. Herr Ried, wo wollen Sie denn hin? Mit wem wollen Sie denn koalieren? Die Diskussion erstmal den Blutdruck hier gesteigert. Also ich bin froh, wenn wir erstmal es schaffen und überzeugen können, einzuziehen in den Landtag. Das ist für uns jetzt schon mit den 3% und als Start-up-Wählerbündnis eine tolle Leistung, dass wir in den 5 Monaten geschaffen haben. Und wir werden auf jeden Fall einer GroKo versuchen, das Leben etwas klarer zu machen. Wir stehen dafür unsere Ziele der sozialen Gerechtigkeit und Klimaschutz. Und falls das jetzt kommen soll, dass uns jemand fragt, dann haben wir bestimmt gute Personale, die 4 Spitzenkandidaten. Ich bringe mich gerne auch in meiner Fachkompetenz Verkehrswende ein. Also ich will da nichts ganz ausschließen, aber das Ziel ist erstmal, möglichst eine bunte Parteienlandschaft im Landtag zu kriegen. Ja, ja klar. Ja, also ich denke, wenn man die letzten Umfragen genau gesehen hat, würde ich mal festhalten, das Rennen um Platz 1 scheint definitiv gelaufen zu sein. Ich kann mir nicht vorstellen, dass die SPD das jetzt auf den letzten Metern noch aus der Hand gibt. Insofern glaube ich schon, dass wir... Finden Sie das auch gut? Es geht nicht um die Frage, was ich gut finde oder nicht. Das ist ja kein Wünsch dir was. Das ist am Ende ein So ist es. Und insofern sage ich jetzt mal, wir werden damit uns jetzt darauf einstellen müssen, Anke Rillinger wird die nächste Ministerpräsidentin dieses Landes sein. Es geht am Ende, wenn man zusammenarbeiten will, auch darum, dass man schaut, wie kommt man menschlich miteinander zurecht und natürlich auch schaut, wie lassen sich die Programme der einzelnen Parteien zusammenlegen und übereinander legen. Und man kann schauen, so wie wir das auch auf Bundesebene in der Koalition geschafft haben, da kommen 3 Parteien zusammen, die gucken sich an, wo sind unsere Schnittmengen, wo ist das Projekt, was wir für die Zukunft dieses Landes zeichnen wollen, und wenn 2 oder 3 Parteien, es ist ja durchaus auch noch nicht ausgeschlossen, dass es eine 2er-Koalition am Ende geben könnte, also wenn diese Partner am Ende zusammenkommen und einen guten Kompromiss miteinander aushandeln, dann ist das ein Kompromiss, der über eine Legislaturperiode hinausgehen muss, wo aber trotzdem jeder sein Gesicht wahren muss, weil das ist ja am Ende dann keine Fusion von 3 Parteien oder von 2 Parteien, sondern es ist ein Bündnis auf Zeit. Und in diesem Bündnis muss man auf Augenhöhe respektvoll miteinander arbeiten, miteinander umgehen. Und wenn man das schafft, dann kann man da auch was Gutes machen. Ja, das waren doch schon mal klarere Antworten, als ich sie bisher irgendwo gehört habe, mit der Nähe zur SPD, mit der Prognose, dass Anke Rehlinger die nächste Ministerpräsidentin ist und möglicherweise die FDP sie sogar unterstützt. Dein Schlusswort. Ja, wir haben, ja, gut, das Schlusswort hängt bei mir. Wunder, ich nehme es gern. Also wir haben ja viel diskutiert. Es ist vieles durcheinander gegangen. Ich hoffe, es das eine oder andere ist deutlich geworden. Wir hatten uns im Vorfeld darüber unterhalten, ob wir jetzt noch einmal über G8 oder G9 reden und damit ein sehr emotionalisiertes Thema nochmal aufmachen, was aber letztendlich irgendwie in dem, was nötig ist, um Bildung gut zu machen, wahrscheinlich nur eine sehr geringe oder ganz kleine Rolle spielt und immer ganz hoch gepusht wird. Deshalb hatten wir darauf verzichtet, das jetzt en Detail zu besprechen. Das, was uns nur wichtig ist und was man im Moment eben nicht sagen kann, das Saarland ist in einer unglaublich unsicheren Situation, was seinen Transformationsprozess bedeutet. Genau. Und alles, was wir hier diskutiert hätten über die Transformation, wäre eine theoretische Diskussion letztendlich gewesen, weil wir die Entscheidungen von Ford nicht kennen. Die können kommen im Sommer, weil wir nicht wissen, für welches Mobilitätskonzept sich wer entscheiden wird. Wir wissen nicht, was die Märkte machen, weil der europäische Markt, auch beim Automobil, ist nicht der Weltmarkt. Es gibt andere Dinge. Das heißt, deshalb sind wir an dieser Stelle wahrscheinlich Antworten schuldig geblieben.
Dafür müssen wir uns vielleicht entschuldigen, ich weiß es nicht, aber... Ich muss mich entschuldigen, dass ich immer das Mikrofon weggerobbt habe mit meinem Temperament. Aber ansonsten fand ich es sehr interessant und bedanke mich auch dafür, dass Sie aufeinander gehört haben und aufeinander auch Bezug genommen, geantwortet haben. Ja, vielen Dank. Danke an Sie. Und einen schönen Abend. Danke an Sie für die Moderation.